Guten Abend. Ich begrüße alle Damen und vielleicht auch Herren, die uns außerhalb zuhören heute Abend. Was kann ich tun? Was können wir für Sie tun? Ist der Titel einer Informations- und Diskussionsrunde anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober. In den vergangenen Jahren waren in Koblenz zum Brustkrebsmonat Oktober sehr viele Veranstaltungen zu sehen, die gemeinsam organisiert und geplant worden sind von sehr vielen Institutionen und Organisationen, die auf diesem Gebiet tätig sind. Wegen Corona ist es leider in dieser Form in diesem Jahr nicht möglich. Deswegen versuchen wir, zumindest einiges an Information auch über das Medium Internet der Bevölkerung nahezubringen. Die heutige Veranstaltung ist eine Kooperation des Mammographie-Screenings Mittelrhein mit der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz. Hier im Raum begrüße ich die Mitwirkenden des heutigen Abends, die hier vor Ort sind. Einmal darf ich recht herzlich begrüßen Frau Rita Lanius-Heck. Frau Lanius-Heck ist Präsidentin der Landfrauen Rheinland-Pfalz-Nassau, ist Präsidiumsmitglied des Deutschen Landfrauenverbandes, wirkt mit im Vorstand der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und im Präsidium des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau. Und eben hat sie mir noch verraten, dass sie auch in der Deutschen Welthungerhilfe aktiv ist. Ja, die Landfrauen bezeichnen sich selbst als Netzwerk starker Frauen im ländlichen Raum. Und es sind Frauen aus allen Branchen und Berufsgruppen vertreten. Zu meiner anderen Seite begrüße ich Frau Dr. Zwielein Roggenfeller. Sie ist Diplompädagogin und ist auch beruflich im Gesundheitswesen tätig, auch als Trainerin und Coach. Aber sie ist auch selbst betroffen. Und deshalb hat sie schon seit vielen Jahren Kontakt zu der Frauenselbsthilfe Krebs, ist dort aktiv im Landesverband Rheinland-Pfalz-Saarland, ist stellvertretende Ortsleiterin, auch schon Gruppenleiterin seit vielen Jahren der Ortsgruppe Neuwied und bietet auch schon einige Jahre eine Veranstaltungsreihe für Frauen mit und nach Krebs an. Beide Frauen sind heute hier stellvertretend für sehr viele Frauen. Sie repräsentieren zwei starke Verbände, nämlich die Landfrauen und die Frauenselbsthilfe. Stark im doppelten Wortsinne, stark an Mitgliedern, aber auch starke Mitglieder, also Frauen, die sehr engagiert sind, die sich in der Öffentlichkeit einsetzen, auch auf politischer Ebene, für viele Fragen, die Frauen betreffen und auch natürlich zum gesundheitlichen Bereich. Ja, des Weiteren darf ich begrüßen unsere ärztlichen Referenten des Abends. Da beginne ich mit Herrn Dr. Jan Dünnebacke, der gleich den ersten Beitrag leisten wird. Dr. Dünnebacke ist Chefarzt der Geburtshilfe, Gynäkologie und Senologie des katholischen Klinikums Koblenz-Montabaur am Standort Marienhof in Koblenz. Mich selbst stelle ich auch noch ganz kurz vor. Mein Name ist Gerti Kunz. Ich bin Diplompädagogin und leite seit etlichen Jahren hier in Koblenz das Informations- und Beratungszentrum Psychoonkologie der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, in dessen Räumen wir uns auch heute Abend hier befinden. Ja, der erste ärztliche Beitrag, den wir gleich hören werden, geht auf den ersten Teilaspekt des Themas ein, nämlich was kann ich für mich selbst tun? Also welche Möglichkeiten habe ich selbst, das Risiko einer Brustkrebserkrankung zu minimieren? Während des Beitrags haben Sie die Möglichkeit, von außerhalb per Chat Fragen zu stellen, die wir in der anschließenden Diskussionsrunde aufgreifen wollen. Nun übergebe ich aber erstmal das Wort an den Dr. Dünnebacke als ersten Referenten. Ja, guten Tag, liebe Zuhörer, Zuschauer.
Ich arbeite in einem Brustzentrum hier in Koblenz. Wir haben zwei Brustzentren. Der Kollege Dr. Franzen und ich haben hier im Allgemeinen viel mit der Therapie zu tun. Und heute erzähle ich jedoch etwas, wie Sie vielleicht das Entstehen eines Mammakarzinoms vermeiden können oder unterstützen können, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das bekommen, geringer wird. Und es geht aber auch bei den Dingen, über die ich spreche, darüber, dass man, wenn man Brustkrebs hatte, das erneute Auftreten vermeiden kann oder helfen kann, es zu vermeiden. Wir haben es genannt Prävention und Lifestyle, also vorsorgliche Maßnahmen im Verhalten und Lifestyle eben auch der Stil, den man im alltäglichen Leben oder ab und an mal an den Tag legt. Die häufigste Krebserkrankung der Frau ist das Mammakarzinom, der Brustkrebs. Eine von 8 Frauen erkrankt, hingegen nur einer von 800 Männern, also etwa die 100-fache Häufigkeit bei Frauen gegenüber den Männern, die haben eben andere Erkrankungen häufiger. Bekannte Risiken sind die genetische Veranlagung unter Umständen, also wenn Familien mit mehreren Mitgliedern betroffen sind, das wird auch nochmal angesprochen. Und ein wichtiges Risiko ist schlichtweg das Alter. Die Menschen werden heute älter, haben einfach mehr Zeit, es zu erleben. Und vor 200 Jahren wurde man nur halb so alt. Und mittlerweile ist einfach viel Zeit, um einen Brustkrebs zu erleben oder auch die Risiken anzuhäufen, unter denen das dann besser entstehen kann. Doch welche Risiken kann man selbst beeinflussen, bewusst angehen? Vieles hat mit der eigenen Lebensweise zu tun. Einiges davon kann man auch ganz gut beeinflussen, wenn man denn möchte. Einige Faktoren sind auch von der Zivilisation deutlich beeinflusst, in welcher man lebt. So ist es ganz interessant, dass beispielsweise Menschen, die aus Asien oder Afrika und dort vorzugsweise aus den ländlichen Bezirken kommen, ein deutlich niedrigeres Risiko haben, an Brustkrebs zu erkranken. Etwa ein Sechstel des Risikos, also erheblich weniger. Aber woher kommt das? In unserer westlichen Welt ist unser alltägliches Verhalten deutlich anders hinsichtlich der Bewegung und der Ernährung. Wenn Menschen aus dem asiatischen oder afrikanischen Lebensraum nach Europa oder Nordamerika auswandern, da gibt es regelrechte Weltkarten, die die Häufigkeiten wiedergeben, dann steigt in den folgenden Jahren deren Lebens in dieser westlichen Welt ebenfalls das Risiko und es gleicht sich den Menschen, dem Risiko der Menschen, die dort vorher schon gelebt haben, mit den Jahren an. Das ist relativ leicht festzustellen über Einwanderungsstatistiken und so. So führt der Bewegungsmangel zum Beispiel sehr häufig zur Gewichtszunahme. Diese wird häufig mit dem BMI, dem Body Mass Index, beschrieben. Der berechnet sich aus Gewicht und Größe und sollte für uns alle geltend zwischen 25 und 30 liegen. Das ist eine kleine einfache Formel, aber die sollte man schon genau nehmen, sonst kriegt man direkt einen Schrecken. Aber die ist sehr wichtig. Ist es dennoch der Fall, dass man über die 30 beim BMI gelangt, so steigt die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von Brustkrebs und auch, und das ist ganz wichtig, für das Wiederauftreten nach einer Brustkrebsbehandlung, die eigentlich als erfolgreich galt. Natürlich steigt auch die Wahrscheinlichkeit für weitere Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bewegungsapparat, Hüftprobleme, Arthrose und so weiter, aber die Dimension der Brustkrebserkrankung ist eben doch eine besondere. Auch hat die Behandlung selbst bei einem erhöhten BMI, bei einem starken Übergewicht, auch die medikamentöse Behandlung, teils weniger primären Erfolg. Wie kann ich den BMI günstig beeinflussen? Vieles von dem, was ich Ihnen jetzt sage, ist bekannt, aber nicht immer ausreichend bewusst. Zunächst natürlich über mehr Bewegung. Das Günstigste sind hier nicht zu stark belastende Ausdauerbewegungen, möglichst länger als 30 Minuten, möglichst ohne Pause und aber auch nicht zu anstrengend. Lieber länger und nicht so anstrengend. Das Ziel des Ganzen ist, den Zuckerspiegel und damit auch das Insulin abzusenken. Insulin und insulinähnliche Stoffe unterstützen Tumorentstehung. Aber wer hat schon immer Lust, so lange spazieren zu gehen? Oder die Zeit, oder wer meint schon, dass er die Zeit sich nehmen könnte? Gute und lange Spaziergänge mit und ohne Stöcke, Fahrradfahren, nicht gerade an der Steilwand, längeres Schwimmen und immer maßvoll und auch häufig, also mehrfach in der Woche. Ein Hund ist auch gut dafür, ein Hamster weniger.
Natürlich geht es aber nicht nur um Bewegung. Das ist schon schwierig genug für uns alle im Berufsalltag, familiären Alltag. Es geht auch um die Ernährung. Um eine Ernährung, die eigentlich für jedermann gut ist. Es geht um viel Obst, viel Gemüse. Dies gilt auch, wenn man eine Tumorerkrankung bereits hat. Es gibt keine Krebsernährung. Wichtig sind für jedermann Obst, Obstsäfte, Gemüse, gutes Mehl, Vollkorn, wenig Fett, aber gutes Fett, Fisch und weißes Fleisch. Man darf auch wenn man den Tumor schon haben sollte, ein Glas Wein trinken oder auch mal zwei. Aber das gilt eher, wenn man es gut machen will, für die ganze Woche, nicht für jeden Tag. Also das ist schon nicht immer so üblich in der Gesellschaft. Es geht hier um den Genuss, den man davon hat, dass man sich darauf freut, es genießt und nicht um die Menge. Die muss man möglichst gering halten. Es geht eben um einen gesunden Lebensstil, der zugleich maßvoll, aber auch genüsslich sein sollte. Wenn man eine Tumordiagnose hat, muss man nicht nur noch Salat essen, dann kriegen Sie andere Erkrankungen, sondern man darf sich eigentlich alles gönnen, aber eben sehr maßvoll. Das gilt nicht nur für Tumorpatienten, für jeden Menschen. Ein häufiges Thema, sowohl zur Vermeidung von Tumoren als auch zum Verhalten, nachdem man einen Tumor hatte, sind Nahrungsmittelergänzungen. Speziell beim Brustkrebs, da geht es um Hormone, Sojaprodukte, grüner Tee, alles völlig überflüssig, zum Teil sogar schädlich. Gibt es unterschiedliche Studien, aber es gibt überhaupt keine guten Studien. Es gibt jedenfalls keinen Hinweis, dass man es nehmen sollte. Das Gleiche gilt für Vitamin A, für Vitamin C, für Vitamin E. Es gibt keine wertvollen Studien, die das nachweisen, dass das sinnvoll sei. Es gibt sogar Hinweise, dass es zum Teil nachteilig ist. Es gibt aber ein Vitamin D, der sehr wichtig ist. Ein Vitamin, das ist der Vitamin D. Der ist ziemlich häufig erniedrigt und auch gerade im Fall einer Brustkrebserkrankung ist er primär erniedrigt. Der hat auch für den Knochen Bedeutung und für viele Dinge im Körper. Ich glaube, es gab diese Woche auch einen Vortrag hier zu dem Thema. Und insbesondere bei Brustkrebspatienten ist er eben erniedrigt. Den sollte man bestimmen lassen und wenn er erniedrigt ist, auch ersetzen, substituieren. Das ist schon wichtig. Da gibt es auch Studien zu und das hat in vielen Bereichen eine große Bedeutung. Vitamin D also ernst nehmen. Es gibt weitere Dinge, die man nicht ernst nehmen sollte, die aber viel Bedeutung auf dem Tumormarkt haben. Der Brustkrebs hat einen Markt hervorgerufen, weil es so häufig vorkommt und man damit ganz gut Geld verdienen will, wenn man dann die Leute anlockt. Sauerstoff- und Ozontherapien zum Beispiel. Es gibt keine Studien, die das auch noch irgendwo belegen, dass es nachhaltig Sinn macht, aber man kann davon leben. Das Geld sollte man lieber in eine gesunde Ernährung investieren, wie jeder andere Mensch auch. Das war also jetzt einiges zum Thema Bewegung, Übergewicht, für viele Erkrankungen wichtig, auch für Tumorentstehung, auch für Brustkrebs. Ernährung haben wir besprochen, einfach letztendlich gesunde Ernährung. Das Thema Lifestyle umfasst noch einige andere Punkte. Zum Beispiel ist ein Thema, um einen guten Lifestyle führen zu können, aus der Sicht des Menschen, das Anti-Aging. Anti-Aging gibt es meiner Ansicht nach überhaupt nicht. Es geht um adäquates Aging oder Altern. Denn man wird nun mal heutzutage älter. Man kommt auch gerade im Fall der Frau auf die Lebenszeit bezogen, relativ frühzeitig in einen Hormonmangel, Hormonentzug. Und das macht Probleme. Deswegen werden häufig zum Beispiel Hormone gegeben, aber allein das Wort Hormone nehmen ist schon viel zu pauschal. Es gibt tatsächlich Hormonpräparate, die man auch heute käuflich erwerben kann, die tatsächlich nachgewiesen das Brustkrebsrisiko erheblich steigern, sind frei verkäuflich oder aber zumindest auf Rezept, werden auch noch rezeptiert und verkauft. Es gibt aber auch ganz andere, modernere Methoden, Hormone anzuwenden in einer ganz niedrigen Dosis, naturidentisch, das heißt künstlich hergestellt wie Schilddrüsenhormon, aber nicht aus der Natur stammend. Es sind nur naturidentisch im Sinne, dass sie dem menschlichen Hormon gleich sind. Und wenn man so etwas zum Beispiel vorsichtig anwendet, in bestimmten Kombinationen, niedrig dosiert und ganz wichtig über die Haut, nicht über den Magen-Darm-Trakt, dann führt es nicht zu einer deutlichen Risikosteigerung. Andere Hormone führen eben doch zu einer deutlichen Steigerung. Da muss man sich beraten lassen
von den Gynäkologinnen, Gynäkologen und den Endokrinologen. Es geht um niedrige Dosis, nur am Wohlbefinden orientiert. Man kann damit keinen Knochen aufbauen, da kann man auch keine Gefäße wieder mit reparieren. Es geht um Wohlbefinden, eben Lebensqualität, adäquates Altern. Das Altern sollte ja schon eine schöne Zeit sein und nicht nur aufgrund von Beta-Blockern ermöglicht sein, aber ohne sich wohlzufühlen. Das ist meine Meinung. Beim Thema Hormone muss man auch was sagen, das hat auch mit Lifestyle zu tun, zum Teil die Antibabypille. Es ist bekannt, aber noch nicht aufwendig studiert, wird auch nicht so groß finanziert, dass auch die Antibabypille über einen längeren Zeitraum eingenommen Brustkrebswahrscheinlichkeit erhöhen kann. Das wird gern verdrängt, weil es eben zur modernen Lebensweise schon irgendwie ein bisschen dazugehört, dass man einfach verhüten kann und auch andere Dinge damit noch erledigen kann, zum Beispiel, dass man eine gute Haut hat, was ja auch immer schön ist. Aber es ist auf die Dauer bedenklich und man sollte da auch sich beraten lassen oder nach Alternativen suchen. Die Antibabypille hat ja wieder thematisch ganz viel mit Schwangerschaften zu tun. Und da gibt es auch immer wieder die Behauptung, dass das Stillen auf jeden Fall oder häufig vor Brustkrebs schützt. Das stimmt schon, aber nur auf eine sehr kleine Gruppe bezogen, nämlich die relativ wenigen Frauen, die in unserer Zivilisation schwanger werden und stillen, bevor sie das 18. Lebensjahr erreicht haben. Danach ist kein Vorteil mehr erkennbar, kein Unterschied zu denen, die nicht stillen. Das ist also auch wichtig und es gibt da auch viele Bereiche im medizinischen Berufsleben, die da vielleicht ein bisschen irritierend aufklären und sagen, Stillen ist auf jeden Fall fürs Baby gut und für die Mutter auch, auch wenn sie mit 40 schwanger wird oder mit 30, das stimmt einfach so nicht. Und man muss da sehr, sehr früh anfangen. Da gibt es mittlerweile große Beobachtungsstudien, die auf dem Brustkrebskongress in San Antonio vorgestellt wurden. Also schon eine hochkarätige Aussage. Und das ist halt sehr umstritten, aber statistisch belegt, wenn man stillen will zum Vermeiden des Brustkrebs, muss man sehr, sehr früh anfangen. Das ist aber bei uns eben weniger der Fall, dann schon eher in Asien und Afrika, die ich vorhin schon erwähnte. Jetzt noch ein weiteres Lifestyle-Thema, das Rauchen. Das erhöht das Risiko für viele Erkrankungen, auch für den Brustkrebs. Ob man aktiv oder passiv raucht, ist da kein großer Unterschied. Es ist in jedem Fall schädigend, gerade auch für die jungen Menschen, jungen Frauen, die dann auch noch die Pille parallel nehmen. Das ist einfach nicht gut. Aber es ist unbequem, was daran zu ändern. Außerdem wirkt sich das Rauchen auch bei Tumortherapien im späteren Leben zum Teil negativ aus, zum Beispiel bei Bestrahlung, weil die Lunge angegriffen ist und vorgeschädigt ist. Herz- und Gefäßerkrankungen muss man vielleicht nicht unbedingt erwähnen, ist allgemein bekannt. Man kann also empfehlen, da auch ein bisschen bewusster zu leben und es auch weiterzugeben an die jüngeren Menschen. Was kann man also insgesamt empfehlen, um sich zu schützen? Bewegung ist ganz wichtig, Gewichtsreduktion mit genügend Zeit, um das Gewicht zu reduzieren. Das heißt, man muss erstens Zeit aufwenden, um sich zu bewegen. Zweitens soll man nicht irgendwelche Therapien anstreben, wo man in 4 Wochen 20 Kilo abnimmt. Es ist viel besser, eine Lebensweise zu pflegen, die lange braucht, um das Gewicht zu reduzieren. Dann kann man es aber auch weiter leben so und sagt nicht, ich habe jetzt gewonnen, ich bin schlank und jetzt fange ich wieder an wie vorher. Also lieber Zeit lassen, es dauert dann auch lange, aber dann nimmt man nachhaltig ab. Überwiegend gesunde Ernährung, genüssliche Ausnahmen, ein schönes Leben auch bezüglich der Ernährung führen, aber mit Maß. Das gilt auch für den Alkohol. Lassen Sie sich beraten durch Mediziner, Ernährungsberater und nicht durch die Werbung für Nahrungsergänzung oder alternative Tumortherapien. Leben Sie einfach bewusst und gesund. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dr. Dünnebacke, für den Überblick, den Sie uns gegeben haben zum Thema Lebensführung. Sie haben ja sehr, sehr viele Bereiche erwähnt und ich könnte mir vorstellen, dass sich doch der ein oder andere angesprochen gefühlt hat in bestimmten Punkten.
Ja. So, ich schaue mal, ob ein Signal kommt, dass Fragen gekommen sind. Das scheint bis jetzt nicht der Fall zu sein. Also ich ermuntere nochmal alle da draußen, seien Sie mutig, stellen Sie Fragen per Chat. Aber wir haben ja auch unsere Gesprächspartner hier vor Ort. Ja, Sie haben ja eine Mischung in Ihrem Vortrag jetzt, so ein bisschen eine Mischung angeboten zwischen Prävention grundsätzlich, also bevor überhaupt eine Krebserkrankung besteht, und dem Verhalten, wenn man schon einmal erkrankt ist, um einer möglichen Wiedererkrankung etwas entgegenzusetzen. Dann würde ich, glaube ich, mal als erstes die Frau Dr. Zwierlein-Roggenfeller bitten, da sie ja die Vertreterin eben der Frauen ist, die schon mal erkrankt waren, und ich mir vorstellen kann, dass genau das natürlich ein großes Thema in ihren Gruppen ist. Also auf alle Fälle, das Thema der Wiedererkrankung ist so eines der Hauptthemen, und bei unserem Verband versuchen wir auch über diese Dinge, die Sie jetzt referiert haben, auch zu informieren. Und es kommt immer wieder so, das ist jetzt auch eine Frage an Sie nochmal, ob das nach wie vor stimmt, dass man sagt, dass so der Sport die dritte Säule ist, wenn man jetzt sagt, es ist halt eben die Operation, es ist gegebenenfalls die Chemotherapie und Bestrahlung, und der Sport praktisch fast in ähnlicher Weise wirken kann. Das ist irgendwas, was im Raum steht, und vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen, Herr Dr. Düngenbacke. Also ich würde es ein bisschen maßvoll äußern. Mhm. Nicht, dass noch jemand sagt, ich lasse das mal mit der Chemo, aber ich laufe jetzt mehr. Das ist, glaube ich, schon so, dass man heutzutage mit der sogenannten Primärtherapie, mit Operationen, Bestrahlung, Chemotherapie oder und Antihormone, Antikörper, sehr, sehr viele Menschen heilen kann. Also die ganz überwiegende Zahl von Brustkrebspatienten. Und dennoch ist es so, dass man im Anschluss über die Lebensweise, und da gilt ganz besonders das Übergewicht, aber auch die anderen Stoffe, die man so einnimmt oder denen man ausgesetzt ist, dass die erheblichen Einfluss, und da ist das Übergewicht führend, auf dieses Wiederauftreten oder auch Neuauftreten ausüben. Das ist ja auch so, das Wiederauftreten kann einerseits die ursprüngliche Erkrankung sein, also an gleicher Stelle oder der gleiche Tumor, weil er nicht hundertprozentig ausgelöscht war, aber vielleicht tumorfördernde Stoffe herbeisehnt. Es kann aber auch in der selben Brust oder auf der Gegenseite bei dem Gewebe, was eben vielleicht empfänglich ist oder, sag mal, droht zu erkranken, weil es eine Grundneigung gibt in der Brustdrüse, dann leichter erkrankt, wenn man die Lebensweise eben nicht ändert. Ich würde offen gestanden es nicht als eine der drei Therapiesäulen ansehen, aber ich würde es schon als statistisch bewiesen hocheffektive Methode, gerade beim Gewicht, aber auch bei den Schadstoffen bezeichnen, um das Wiederauftreten zu vermeiden. Und außerdem ist es ja so, dass auch die Lebensqualität von der Psyche her ganz wichtig ist und vielleicht sogar über das Immunsystem mitschützen kann, weil die auch interagieren, also zusammengehören, Immunsystem und Psyche, sodass auch die aus psycho-onkologischer Sicht, aber auch aus klassischer medizinischer Sicht, es eben sehr wertvoll ist, weil es auch die Zufriedenheit steigert, dieses Bewusstsein einer gesunden Lebensweise für sich reklamieren zu können. Das ist, glaube ich, schon auch für die Zeit, die man dann eben erlebt. Man hat ja dann ganz schlimme Dinge erlebt, Todesängste und sehr belastende Therapien, sodass eben zum Beispiel längere Spaziergänge in der Natur einfach einem helfen. Ich denke, es hat ja auch was damit zu tun, selber zu merken, ich kann selber was tun. Also ja, die absolut. Selbstwirksamkeit ist ja absolut. Auch da, dass man sagt, ich habe auch was an der Hand, auch nachdem ich jetzt erkrankt bin, und kann aktiv für mich etwas tun. Eine kleine Schwierigkeit kenne ich im Zusammenhang mit Antihormontherapien, weil einige Frauen berichten, dass sie dann enorm an Gewicht zunehmen. Und das ist ja so eine Frage, wie kann man da vielleicht unterstützen oder helfen? Das ist nicht bei allen Frauen so offensichtlich, aber bei einigen, die massive Gewichtszunahmen durch die Antihormontherapie haben, auch da wahrscheinlich Sport trotz allem. Ja. Sport, und das ist ja auch so, dass Sport wiederum, wenn man ihn denn ausübt, wieder motiviert. Ja? Man kommt vielleicht in ein etwas anderes Fahrwasser, man lebt auch, viele leben einfach viel, viel bewusster plötzlich. Es hat übrigens auch die Antihormontherapie hat ja manchmal Auswirkungen auf Beziehungen, aber es gibt auch viele Beziehungen, die dadurch, dass man sich das Leben wieder bewusster macht, auch einen Gewinn erleben. Da gibt es schon verschiedene Lager, und das hört man auch oft. Und man kann aber auch,
ich glaube schon sagen, dass die Antihormone selbst nur einen Teil dieser Gewichtszunahme bewirken. Dazu kommen natürlich auch zum Teil Gelenkbeschwerden, man entwickelt, dass man sich weniger bewegen kann. Da muss man sich unter Umständen beraten lassen, was man denn an Bewegung ausüben kann, was die Gelenke zum Beispiel etwas schont. Ja? Und solche Dinge, man sagt es immer natürlich so in so einem Forum oder wenn man am Tisch sitzt, sagt man das leicht, es ist alles nicht so leicht. Es gibt auch psychische Effekte, die einen lähmen, Antriebslosigkeit und so weiter. Dann gibt es die Antidepressive, die dann genommen werden, die haben auch ihre Nebenwirkungen. Also es ist schon ein schwieriger Bereich und deswegen ist es so wichtig, dass man den Kontakt sucht zu Ihnen hier, zu Medizinern, Medizinerinnen und man kann schon sehr, sehr viel machen. Und manchmal auch die Medikation wirklich umstellen. Ne? Also da muss man im Gespräch bleiben. Und ganz wichtig, nicht heimlich die Medikamente weglassen, sie sogar kaufen, aber dem Partner vor noch die Packung hinlegen, dass man es genommen hat, und dann schluckt man es nicht. Das sage ich immer wieder. Es gibt eine ganz hohe Dunkelziffer. Mhm. Gut, ja. Vielen Dank. Ich wollte jetzt auch noch der Frau Laniosek eine Frage stellen. Sie haben ja auch sehr viel Kontakt zu Frauen, von denen sicherlich auch einige erkrankt sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass es auch sehr viele Frauen sind, die bisher nicht an Brustkrebs erkrankt sind. Sicherlich auch eine ganze Reihe jüngerer Frauen. Wie ist denn da so das Interesse an dem Thema, so zu gucken, kann ich selber einwirken, kann ich etwas machen, kann ich meinen Lebensstil ausrichten? Gibt es da Informationen dazu? Gibt es Interesse dazu, daran? Also, dass der Brustkrebs ein Frauenthema ist, das liegt ja sozusagen auf der Hand und deshalb ist es ganz klar für uns ein Thema als Frauenverband im ländlichen Raum. Und wenn ich gerade gut zugehört habe, was man alles vorbereitend tun kann, um erst keinen Brustkrebs zu haben, dann ist die Arbeit der Landfrauenverbände sehr, sehr hilfreich, sage ich mal. Erstens leben wir im ländlichen Raum und ich möchte behaupten, dass die gute Umgebung, die dort ist, schon mal ein guter Faktor ist, um an guter Luft aktiv zu sein und dort zu leben. Also das ist mein Pluspunkt sein. Das andere ist das Thema bei den Landfrauen, ein großes Thema, von dem wir ja immer behaupten, es ist unsere Schublade, wir würden da gerne rauskommen. Aber es ist tatsächlich so, dass Ernährungsbildung, gute Ernährung, Ernährungsbildung, Zubereitung von Nahrungsmitteln und all die Dinge ein Schwerpunktthema von uns ist. Ja? Und das ist ja auch einer der Faktoren, die Sie auch erwähnt haben, nämlich die Ernährung, wo so manches hakt. Also wir essen Fastfood, wir essen Fertiggerichte, es wird nicht mehr selbst und frisch zubereitet mit guten regionalen Zutaten und regionalen Lebensmitteln, was ja für ein gutes Leben echt wichtig ist. Und deshalb ist jetzt unser Plädoyer an die Politik und gerne auch mit Unterstützung der Ärzteschaft. Wir fordern schon seit Jahren ein verbindliches Schulfach Ernährungsbildung an den Schulen, ja. Dass Kinder, die in ihren Elternhäusern eben auch nicht mehr lernen, wie ordentlich gut sich ernährt wird und gekocht wird, dass die es wenigstens in der Schule mitkriegen und sodass da Grundlagen gelegt werden für das Leben, eben es, so, sich so zu ernähren und so zu verhalten auch, wie es gut ist. Und ein weiteres hinter diesem Fach Ernährungsbildung ist, dass wir sogenannte Alltagskompetenzen auch gerne einmal in der Schule gelehrt hätten, weil Alltagskompetenzen umfasst vieles, was soziologisch auch wichtig ist im Verhalten, dass ich mich bewege, dass ich nicht immer vorm Fernseher sitze, was man eben alles tun muss, um gut unterwegs zu sein. Und da ist vieles im Argen. Ein Weg könnte sein, dass man es verbindlich irgendwie schult, schon in der Kita, in der Grundschule, dass die Kinder gescheit aufwachsen und am Ende dann auch wissen, wie man sich vernünftig ernährt und verhält, dass man Krankheiten vorbeugen kann. Mhm. Also ein Plädoyer ganz eindeutig schon für einen sehr frühen Beginn, Kinder zu sensibilisieren und zu sozialisieren, dass sie ein ganz anderes Bewusstsein für verschiedene Aspekte, zum Beispiel Ernährung, gewinnen. Ist auch ein Anliegen, was, denke ich, im Bereich Krebs sehr wichtig ist, wo auch teilweise schon versucht wird, über Initiativen auch schon in Kindergärten oder Schulen jetzt nicht so organisiert, dass es immer überall stattfindet, aber punktuell auch Informationen dazu weiterzugeben. Ja, ja, ich schaue mal ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, wir haben so unseren Zeitrahmen für den ersten Beitrag jetzt erreicht.
Man könnte darüber stundenlang weiterreden. Sie wissen es auch. Ich habe früher auch viel mit Gruppen hier von Betroffenen gearbeitet. Also natürlich, Sie haben es vorhin gesagt, es ist eine Möglichkeit, etwas selber zu tun, selber Einfluss zu nehmen. Ist immer ein ganz wichtiges Thema für die Frauen, für andere Krebspatienten mit anderen Krebserkrankungen auch. Aber wir reden ja heute hier über Brustkrebsen. Also von daher ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber dann bedanke ich mich zuerst nochmal recht herzlich bei Dr. Dünnebacke. Und wir machen jetzt eine ganz kleine Pause, bevor wir mit unserem nächsten Referenten und unserem nächsten Themenblock fortfahren. Ja, guten Abend nochmals, meine Damen und Herren. Manche haben ja vielleicht schon unseren ersten Programmblock mitgesehen und gehört. Ich werde jetzt nicht alle Vorstellungen wiederholen. Ich beschränke mich jetzt darauf, unseren zweiten Referenten erstmal zu begrüßen. Das ist der Dr. Jochen Schenk. Dr. Schenk ist Radiologe und ist programmverantwortlicher Arzt des Mammographie-Screenings Mittelrhein am Standort Koblenz, und zwar in der Hohenzollernstraße. Ja, ich begrüße Sie erstmal recht herzlich. Der Obertitel unserer Veranstaltung ist ja: Was kann ich für mich tun und was können wir für Sie tun? Zu diesem zweiten Teil, was können wir für Sie tun, leiten wir jetzt über. Und der Dr. Schenk wird uns die Grundsätze des Mammographie-Screening-Programms näher bringen. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung, Frau Kunz. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann und über das Mammographie-Screening-Programm, das Deutschland bundesweit etablierte Programm zur Früherkennung sprechen kann. Vielleicht gerade zur Begrifflichkeit. Oft wird gesprochen über die Vorsorge, also ich gehe zur Mammographie zur Vorsorge,
Und das ist nicht ganz der richtige Ausdruck. Der richtige Ausdruck wäre, dass wir also eine Früherkennung betreiben. Die Vorsorge ist das, was Dr. Dünnebacke gerade so schön dargestellt hat, nämlich anderer Begriff Prävention, alles zu unternehmen, damit ein Tumor erst gar nicht entsteht. Und bei der Früherkennung geht es eben darum, einen bereits vorhandenen Tumor frühestmöglich zu erkennen. Also das Thema Mammographie-Screening-Programm, das es schon seit 13 Jahren in Deutschland gibt, ist sehr komplex und umfassend. Und ich habe überlegt, wie kann ich mich dem nähern? Und ich denke, der beste Weg ist einfach, Sie sehen die PowerPoint-Folie da, ich kann sie gar nicht sehen. Ist die da? Nee, da nicht. Ach so, okay. Also dann, ja, worauf ich raus will, ist eben genau die beiden Fragen. Was können Sie tun, was können wir für Sie tun? Anhand dieser beiden Fragen will ich mich dem Mammographie-Screening-Programm nähern. Ja, also was können Sie tun? Die Frage ist erstmal ganz einfach beantwortet. Sie können am Mammographie-Screening-Programm teilnehmen, also da hingehen, sich alle zwei Jahre mammografieren lassen. Was können wir tun für Sie? Wir können aufgrund unserer Ausbildung und unserer Erfahrung im Screening-Programm Ihnen Argumente an die Hand geben. Wir können Ihnen Ängste nehmen. Wir können versuchen, Ihnen den Weg dahin leichter zu machen und Ihnen Zweifel zu nehmen. Und das tun wir auch gerne. Und es heißt immer so, ja, Mammographie-Screening ist so anonym, da sehe ich gar keinen Arzt. Richtig. Aber das ist gar nicht so schlimm. Es gibt, vor einer Woche habe ich eine Patientin von der Biopsie gefragt, sind Sie allergisch? Und da hat die aus der Pistole geschossen, ja, gegen Ärzte. Und das fand ich eigentlich gut. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn das Mammographie-Screening-Programm arztfrei ist. Aber es ist nicht ganz arztfrei. Sie haben die Möglichkeit, vor der Teilnahme an der Mammographie ein Gespräch mit dem Dr. Vommeweg, der andere programmverantwortliche Arzt, oder mit mir sozusagen zu buchen und Ihre Fragen zu stellen. Und das wird auch gerne angenommen und darauf beziehe ich mich dann gleich noch im Weiteren. Aber erstmal Faktencheck nochmal, so wie bei Hart aber fair, Faktencheck, weil Fakten sind wichtig, zum Beispiel um mir die Frage zu beantworten, warum überhaupt Mammographie-Screening? Es gibt so viele Sachen, woran man erkranken kann, Krebsarten, sonstige Erkrankungen. Warum ausgerechnet Brustkrebs-Screening? Eine Antwort darauf ist, dass es eine häufige Erkrankung ist, nämlich die häufigste Krebserkrankung bei den Frauen. Im Laufe des Lebens erkrankt jede 10. Frau an einem Mammakarzinom. Das klingt erschreckend ist, man muss aber auch berücksichtigen, dass das jedes Lebensalter damit einfließt, also auch eine 90-Jährige, die Brustkrebs bekommt, fließt in diese Zahl mit ein. Aber was bedeutet das? Bundesweit erkranken pro Jahr 69.000 Frauen im Jahr 2018 an einem Mammakarzinom und 17.000 Frauen sterben. Und das ist schon eine Zahl, die man sich wirklich mal so bezogen auf eine Kleinstadt oder so vor Augen führen muss. Und wenn wir in der Lage sind, diese Zahl zu reduzieren, dann ist das der gesamte Aufwand wirklich wert. Jeder einzelne Fall ist es wert. Der Altersgipfel ist das 63. Lebensjahr. Und da gibt es zum Beispiel, hier sehen Sie diese Verteilung der sogenannten altersspezifischen Inzidenz. Das ist jetzt hier Rheinland-Pfalz 2015, aber da können Sie im Internet alles nehmen, auch bundesweit oder so. Die sehen alle gleich aus. Und da sehen Sie, dass das Mammakarzinom tatsächlich so um das 65. Lebensjahr am häufigsten auftritt. Das fängt schon früh an, aber diese Balken sind am Anfang zum Glück sehr klein. Was Sie auch sehen, ist, dass jenseits des 70. Lebensjahr, da wo das Mammographie-Screening-Programm schon aufhört, diese Balken immer noch sehr hoch sind. Ich vermute, dass da nachher vielleicht noch eine Frage von Ihnen dazu kommt.
Auf jeden Fall erklärt diese Altersverteilung schon mal die Altersgruppe, in der wir screenen, nämlich 50 bis 69, weil da die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mammakarzinom auftritt, einfach am höchsten ist. Und hier wollen wir also mit der Früherkennung ansetzen. Die Früherkennung beim Brustkrebs bedeutet, wir können in Frühstadien eine Heilungsrate über 90% erzielen. Und das ist schon ein Wort. Und das ist es auch wert, dass man da eben zur Mammographie geht. Diese Erkrankung Brustkrebs eignet sich auch aus zwei Gründen sehr, sehr gut für eine Früherkennung. Also erstens, es ist tatsächlich eine relativ häufige Erkrankung in dieser Population, die wir untersuchen. Und zweitens, es ist eine Erkrankung, die, wenn ich sie früh entdecke, gut heilbar ist. Das sind zwei Bedingungen. Wenn sie nicht heilbar wäre, dann bräuchte ich keine Früherkennung. Das gilt übrigens auch für den Dickdarmkrebs. Der ist auch häufig, ist gut erkennbar, früh erkennbar und gut heilbar. Darmspiegelung, Polyp entdecken, abtragen, Thema erledigt. Daraus wäre ein Darmkrebs geworden. Und jetzt noch zurück, also wieder zum Mammographie-Screening. Warum Mammographie? Das liegt daran, dass im Laufe vieler Jahren sich gezeigt hat, dass das die Methode ist, die das halt am allerbesten kann. Und das, da komme ich aber gleich nochmal drauf und zeige Ihnen dazu auch was. Wenn wir also jetzt so ein Screening-Programm anfangen, dann wollen wir natürlich auch Effekte sehen. Also zum Beispiel im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre müssten große Tumoren weniger werden. Und das ist so, das kann man auch zeigen, hier in Form dieses Kuchendiagramms, da sehen Sie den Vergleich zwischen Mammographie-Screening, das war schon 2013, also relativ am Anfang, und der Zeit vor dem Screening, dass diese Stadien, die hier als 2+ bezeichnet werden, also fortgeschrittene Tumorstadien, die sind entweder groß oder sie haben schon befallene Lymphknoten, von diesem großen blauen Kuchenteil von 56% auf 21% zurückgegangen sind. Und das ist eindrucksvoll. So gibt es jede Menge Kuchendiagramme, wie viel mehr Vorstufen, wie viel T1-Tumoren, aber ich habe jetzt einfach mal das rausgegriffen, weil ich es sehr plakativ finde. Und die nächste Annahme ist die entscheidende. Was wollen wir erreichen? Wir wollen, dass die Sterblichkeit sinkt. Und da waren wir in Deutschland lange nicht in der Lage, das wirklich zu zeigen. Das liegt einfach daran, dass dieses Programm seit 2007 ein relativ junges Programm ist. Und in Skandinavien, da gab es in den 60er Jahren, haben die schon die ersten Daten vorgelegt mit damals Mammographiegeräten, mit denen sie sich heute nicht mehr untersuchen lassen wollten. Die können Sie wahrscheinlich im Deutschen Museum sich angucken. Aber damals schon mit diesen Geräten hatten die Erfolge und konnten Sterblichkeitssenkung 20-30% zeigen. Wir in Deutschland können es jetzt auch, und zwar seit letztem Jahr, hier eine Arbeit von einem Epidemiologen Katalinic. Und ich will das auch ganz kurz nur zeigen. Also er hat die Sterblichkeitsrate im deutschen Screening-Programm untersucht, hier aufgeteilt in zwei Altersgruppen, 50 bis 59 und 60 bis 69. Und Sie sehen rechts eben die prozentuale Sterblichkeitssenkung. Und die ist genau das, was wir erwartet haben, trifft ein. Also mit anderen Worten, man kann über das Mammographie-Screening streiten und dagegen sein, aber es macht einfach, was es soll. Es senkt die Sterblichkeit. Und ein dritter Aspekt, der eben auch sehr, sehr wichtig ist, ist nämlich die Tatsache, dass wenn wir Tumoren früh entdecken, sehr, sehr häufig die Therapie viel weniger invasiv ist. Sagen wir mal, wir finden eine Vorstufe von Brustkrebs, brauchen wir keine Chemotherapie. Wir erzielen ohne Chemotherapie eine Heilung von 100%. Auch da gibt es Daten, das hat der Herr Dünnebacke vorhin immer wieder sehr schön betont, das finde ich sehr wichtig in diesen Zeiten von alternativen Fakten, dass man sich wirklich
versucht, so zu informieren, dass man sich auf Evidenzen konzentriert, dass man Studien zitiert und sich Studien anguckt oder erklären lässt und eben wirklich über Zahlen und Fakten spricht, die relevant sind. So eine Zahl oder so ein Fakt, ein in Studien untersuchtes Kriterium ist zum Beispiel, dass im deutschen Mammographie-Screening-Programm sehr schnell die Zahlen der Mastektomien, also der kompletten Brustentfernung, deutlich abgenommen haben. Das ist nur ein Faktor, da könnte ich jetzt auch wieder jede Menge solcher Faktoren aufzählen. Aber das ist ein ganz wichtiger, also die Chance, die Möglichkeit, die Brust kosmetisch gut früh brusterhaltend zu operieren, die nimmt zu, je kleiner die Befunde sind, die wir finden. Also Mammographie-Screening, alles gut, alles bestens. Ja, leider nicht ganz. Also wir haben ein ganz kleines Problem, das ist die Teilnahmequote. In Norwegen liegt die irgendwo bei 90%. Also die sind aber schon sozusagen groß geworden und aufgewachsen. Da ist das Screening wirklich in der Gesellschaft angekommen. Und obwohl die mit der Fähre irgendwie den ganzen Tag unterwegs sind, gehen die Leute da zu ihrer Mammographie. In Deutschland liegt die Teilnahmequote bei 50%. Das heißt, jede zweite Frau da draußen geht da nicht hin. Und das ist natürlich traurig, denn jedes Mal, wenn wir so einen kleinen frühen Brustkrebs finden, denke ich, da draußen läuft jemand rum, da könnten wir das auch. Aber möglicherweise kommt sie irgendwann zu mir oder zum Doktor vom Weg, weil sie halt was getastet hat. Und das ist halt häufig zum Glück auch dann noch heilbar, aber eben möglicherweise unter anderen therapeutischen, invasiveren Bedingungen. Ich habe vorhin schon dieses Gespräch angesprochen, dass also Frauen zu uns kommen können vorher, bevor sie sich darauf einlassen, sich mit uns unterhalten. Und da habe ich viel gelernt und ich will so ein bisschen aus diesen Gesprächen zitieren, was Frauen so für Bedenken und Ängste haben, warum sie nicht dahin gehen oder Überzeugungen haben. Eine Überzeugung, also mein Frauenarzt macht bei mir alle halb Jahre einen Ultraschall und deshalb brauche ich keine Mammographie. Klingt gut. Problem, der Ultraschall kann es nicht. Also wir arbeiten täglich mit Ultraschall, mit den besten Geräten. Das ist für uns wirklich Handwerkszeug und deswegen können wir genau beurteilen, was wir in der Mammographie können und was der Ultraschall kann oder eben auch nicht kann. Und jetzt an dem Punkt möchte ich Ihnen tatsächlich eine Mammographie zeigen, beziehungsweise einen Ausschnitt aus der Mammographie. Direkt, dass das einfach zu erkennen ist mit einem Kringel drumherum. Was Sie da sehen, ist ein bisschen Mikrokalk. Man kann sich vorstellen, dass Kalk in einem Röntgenverfahren gut zu sehen ist. Und genau das kann die Mammographie. Und was steckt hier dahinter? Eine Brustkrebsvorstufe. Und selbst wenn Sie genau wissen, wo das ist, Sie werden das im Ultraschall nicht finden. Man muss einfach dann auch, wenn man eine Biopsie macht, das mammografisch gesteuert biopsieren. Das sieht dann so aus, nur mal hier so ein Beispiel, das mich zu der anderen Angst überleitet, sodass man unnötig operiert wird. Nein, keine Frau wird einfach so operiert, sondern es ist sozusagen ein Grundsatz, dass bei jedem Verdacht, den wir erheben, also Frau hat eine auffällige Mammographie, wir laden sie ein zur Abklärungsdiagnostik, sind nur ganz wenige, also ja, 2-3%. Und machen dann Ultraschall, wir machen Vergrößerungsaufnahmen und wenn wir dann den Verdacht erhärten, machen wir eine solche Biopsie bei uns, ambulant, sie brauchen noch gar nicht ins Krankenhaus. Und dann wird Gewebe entnommen mit einer Nadel. Wenn das nachher harmlos ist, ist der Brust nichts passiert. Also es gibt eigentlich also in einem qualitätsgesicherten Programm, in enger Zusammenarbeit, Screening und Brustzentren, ist das unvorstellbar, dass jemand unnötig operiert wird im Sinne von die Brust wird entfernt oder sowas. Nochmal ein Beispiel, auch das finde ich, eines vielleicht der eindrucksvollsten, auch wieder ein bisschen Mikrokalk.
ja, dann denkt man, okay, mal wieder eine Vorstufe, schön. Jetzt zeige ich Ihnen mal hier so ein Präparat. Das diskutieren wir dann mit den Pathologen. Also wir haben hier eine Gewebeprobe gemacht. Was Sie da im Zentrum so magentafarben sehen, ist jetzt aber keine Vorstufe, sondern ein hochaggressives Mammakarzinom, 3 mm groß. Das war jetzt natürlich Glück, aber ein Tumor in diesem Kaliber würde normalerweise mit einer Chemotherapie behandelt, mit allem, was so geht. Aber im Kreise der Experten in der Fallkonferenz wurde beschlossen, nein, der Befund ist so klein, wir werden das ohne Chemotherapie zur Heilung kriegen. Das kann Früherkennung leisten. Anderes Thema, Sie müssen mich auch dann bremsen, Frau Kunz, aber ich habe vielleicht noch ein paar Minuten. Was oft angesprochen wird, ist die Strahlenbelastung. Die Strahlenbelastung, das kann man wieder wegmachen da hinten. Also natürlich ist es ein Röntgenverfahren, aber ich habe die Geräte im Deutschen Museum angesprochen. Im Screening-Programm sind das die modernsten Geräte, die es gibt. Die werden täglich überwacht und geprüft. Und die Dosis, die wir einsetzen, ist sehr gering. Aber was noch viel wichtiger ist, ist eigentlich das Lebensalter der Frauen, die wir untersuchen. Weil je jünger wir Menschen sind, umso empfindlicher sind wir gegenüber Röntgenstrahlen. Das heißt, wir würden nie auf die Idee kommen, bei einer 28-Jährigen eine Mammographie zu machen. Aber der Cut-off sozusagen ist das 40. Lebensjahr. Und da liegen alle Daten vor, dass der Nutzen einer Mammographie das nur statistische Risiko deutlich überwiegt. Das Mammographie-Screening fängt mit 50 an. In der Altersgruppe ist die biologische Empfindlichkeit gegenüber Röntgenstrahlen so gering, dass wir uns da wirklich keine Gedanken machen müssen über noch die ein oder andere Zusatzaufnahme. Noch vielleicht ein letzter Begriff, und weil der auch, den finde ich auch spannend, und zwar dieser Begriff ist Überdiagnose. Da kommen dann die Frauen und sagen, ich habe Angst vor Überdiagnose. Das verstehe ich total. Aber dann können Sie mir das erklären, was das eigentlich überhaupt ist. Naja, also Sie stellen eine Diagnose und dann ist das eine Fehldiagnose und nachher ist die Brust ab. Da sage ich, okay, das stimmt nicht ganz. Eine Überdiagnose ist eigentlich ein Begriff aus der Epidemiologie. Und der meint, dass man einen Brustkrebs diagnostiziert, also keine Fehldiagnose, aber der zu Lebzeiten des Menschen biologisch nicht mehr relevant oder nicht relevant geworden wäre. Beispiel: eine 80-jährige schwer herzkranke Frau, der wir jetzt ihr Mammakarzinom präsentieren, wird wahrscheinlich an ihrer Herzerkrankung sterben und nicht an diesem Mammakarzinom. Das wäre eine Überdiagnose. Und seien Sie versichert, auch mit sowas können wir umgehen. Wir werden den Teufel tun und diese Frau jetzt maximal therapieren. Aber wenn eine 50-jährige Frau, die möglicherweise oder wahrscheinlich 40 Jahre oder 50 Jahre in Zukunft noch Lebenserwartung vor sich hat, dann sagt, wegen Überdiagnose gehe ich nicht zur Mammographie, dann ist das einfach fatal, weil bei ihr mit 50 eine Vorstufe oder ein kleiner Brustkrebs immer relevant werden wird, im Sinne von, daran kann man oder wird man dann wahrscheinlich sterben. Es wird Überdiagnosen geben, je nach Studien bis zu 10%. Das nehmen wir gerne in Kauf. Wir wissen nicht, welcher Brustkrebs vielleicht nicht so relevant ist. Deswegen müssen wir sie alle behandeln, um eben Heilung bei den Frauen zu erzielen. Also viel Bedarf zum Nachlesen, zum Zuhören, zum Teilnehmen an solchen Veranstaltungen wie heute, die ich ganz toll finde, um eben auch mit uns zu sprechen und dann informiert die richtige Entscheidung zu treffen. Und wir können nur sagen, wir legen Ihnen die Teilnahme an diesem Programm sehr ans Herz. Vielen Dank.
Ja, Dr. Schenk, ich danke Ihnen recht herzlich für diesen sehr verständlichen Überblick und Einblick in das, was Mammographie-Screening will und was das Ziel ist und was es bedeutet. Vielen Dank nochmal. Sie haben am Ende auch Bezug genommen nochmal auf so sprachliche Verwirrungen in Begriffen. Das haben Sie am Anfang auch gemacht und dem konnte ich also sehr gut folgen, weil wir uns da auch ganz lange diszipliniert haben mit den Begriffen Vorsorge und Früherkennung. Früher hat man immer so Vorsorge gesagt, aber wir haben auch lange geübt, den Begriff zu ändern auf Früherkennung, weil natürlich auch immer wieder Frauen kamen und gesagt haben, ja, jetzt bin ich ja schon zur Vorsorge gegangen. Ja, und trotzdem habe ich Brustkrebs bekommen. Und das eine hat ja mit dem anderen so auch gar nichts zu tun, ne, sondern es geht um das Ziel, früh zu erkennen. Nun haben Sie ja, Frau Lanius-Heck, mit vielen Frauen zu tun in Ihrer Funktion als Präsidentin der Landfrauen, eines großen Landfrauenverbandes. Gibt es da so ein Echo aus Ihrer Erfahrung? Hören Sie mal was dazu, ob Frauen diese Früherkennung wahrnehmen oder nicht und wenn ja oder nein, aus welchen Gründen? Also ich fand das jetzt gerade ganz spannend, was Sie alles gesagt haben, weil all die Themen, die Sie aufgezeigt haben und die Sorgen und Ängste, die Frauen haben können zu dem Thema, die haben Sie gerade all schon gesagt. Ich habe heute Nachmittag die Gelegenheit gehabt, die Frauen zu befragen. Ich habe einen Zettel, mir einen Fragebogen ausgedacht und habe den verteilt. Und da waren tatsächlich genau diese Dinge drauf, die Frage des Strahlenrisikos, die Frage der Übertherapierung und auch die Angst, dass etwas gar nichts sein könnte und dennoch etwas passiert, was sie nicht haben wollen. Und das fand ich jetzt wirklich sehr interessant. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Und da haben wir ja schon zusammen geübt auch. Zum einen, als wir gestartet sind vor 13 Jahren, als der Screening-Bus gestartet ist, waren die Landfrauen ja auch schon dabei, damals eigentlich sehr erfolgreich. War der Dr. Vomweg und Dr. Schenk in den Wintermonaten, ja, sage ich mal, in der Eifel unterwegs und hat die Frauen aufgeklärt, was da auf sie zukommt. Da ist es auch ganz gut angekommen und auch ganz gut angenommen worden. Dass es jetzt so abgeflacht ist, dass sie sagen, nur 50% der Frauen gehen überhaupt, das hat mich ja total geschockt. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so ist. Und das bedeutet für mich, dass wir ganz bestimmt nochmal eine richtig gute Kampagne auflegen müssen und die Frauen ansprechen müssen. Wir haben die Gelegenheit, wir können die Frauen erreichen bis in die Dörfer runter. Das ist also unser Vorteil, dass wir so vernetzt sind. Ich glaube, das muss finanziell gut ausgestattet sein, das Ding, dass wir so richtig ein gutes Angebot machen können, dass die Frauen kommen und wir die Frauen aufklären. Und das andere ist, das haben wir auch vor vielen Jahren gemacht, damals war ich noch auf der Kreisebene im Rhein-Hunsrück-Kreis aktiv. Da gab es das Projekt Brustlife. In diesem Projekt Brustlife gab es einen solchen Kasten. Da waren Brustmodelle drin mit verschiedenen kleinen Knoten und Mini-Knötchen. Und wir haben geübt, das zu tasten und die Knoten zu finden. Und das haben die Gynäkologen vor Ort gemacht in den Kreisverbänden. Und das war auch sehr, sehr erfolgreich, das Projekt. Also wir müssen die Frauen erreichen, ganz klar. Und über die Landfrauen besteht eine Möglichkeit. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der letzte Ansatz nicht so gefruchtet hat. Aber ja, offensichtlich sind nur 50% der Frauen interessiert und das kann nicht sein. Ja. Vielen Dank. Also wir haben früher auch mit Landfrauen hier in Koblenz solche Veranstaltungen gemacht. Also früher, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Jahre Sie in diesen Kreisen schon tätig sind. Also ich spreche jetzt von vor 20 Jahren ungefähr, haben wir also auch mit diesen Koffern solche Veranstaltungen durchgeführt. Ja, es ist irgendwie, ich weiß auch, kann es ehrlich gesagt nicht genau begründen. Irgendwann hat es so nachgelassen und ist dann irgendwie eingeschlafen. Also vielleicht noch mal eine ganz kurze Korrektur an der Stelle. Es war ja nie so, dass wir in Deutschland die 90% oder 70%, also die europäischen Vorgaben wären, mehr als 70% Teilnahme, dann wäre das perfekt. Die hatten wir ja noch nie. Es ist nicht so, dass das jetzt ein dramatischer Abfall wäre, sondern es ist ein sozusagen
fehlender Anstieg, den wir erwartet hätten, wenn das Screening-Programm einfach sozusagen, wie ich es vorhin formuliert habe, in der Gesellschaft mehr ankommt. Also kein dramatischer Absturz. Okay. Ja. Und interessanterweise, obwohl wir diese Vorgabe von 70% nicht schaffen, ist der Effekt der Sterblichkeitssenkung so deutlich zu sehen. Das heißt, wir werden einfach noch erfolgreicher, wenn noch mehr Frauen kommen. Können Sie vielleicht ganz kurz was dazu sagen? Die Frau Lanius-Heck erwähnte einen Bus. Ja, sehr gern, weil das ist unser Baby. Also das ist sozusagen ein Teil unseres Gesamtkonzepts, möglichst viele Frauen zu erreichen und ihnen den Weg zur Mammographie so einfach wie möglich zu machen. Und wir sind nun mal im nördlichen Rheinland-Pfalz ländlich strukturiert. Das ist so, dass es auch da Daten und Studien gibt, dass man proportional zu den Kilometern, die die Frauen zurücklegen müssen, wenn sie so eine Einladung bekommen, also aha, ich muss nach Koblenz, das sind 80 Kilometer, die Teilnahmerate signifikant absinkt. Deswegen kommen wir zu den Frauen, das heißt, wir haben also eine mobile Einheit, das ist wie so ein großer Truck, in dem genau die gleiche Technik verbaut ist, das ist qualitativ identisch. Und dort sind qualifizierte, also wie überall im Screening, MTAAs, die diese Mammografien erstellen, also bei Ihnen vor Ort. Und damit sind wir also speziell sozusagen im ländlichen Bereich gut aufgestellt. Ja, vielen Dank. Ich wollte jetzt noch eine Frage an... Zum Bus noch etwas. Etwas zum Bus heute noch, ganz kurz. Hat. Ich meine, er steht in Dierdorf beim Rewe oder so, habe ich gehört. Gibt es doch tatsächlich welche, die sagen, ah ja, aber der Bus ist ja so weit weg, der geht ja nur in die Mittelzentren und wie kommt der jetzt auf mein Dorf? Ich habe kein Auto, wie komme ich zum Bus? Dann denke ich, nein, wenn die in Norwegen mit der Fähre fahren, das sollten wir schaffen. Das ist genau der Punkt. Gut, ein Statement. Aber ich wollte auch Sie nochmal ansprechen, Frau Dr. Zwerlein-Rockenfeller, in Ihrer ehrenamtlichen Funktion eben im Verbund der Frauenhilfe, Selbsthilfe nach Krebs. Sie haben ja nun in Ihrem Ehrenamt hauptsächlich den Kontakt bei Frauen, wo die Erkrankung nun passiert ist. Wie ist denn da so Ihr Echo? Sind da viele dabei, wo es im Screening entdeckt wurde? Gibt es da Unterschiede zu Frauen, die später auf irgendeine Art und Weise auffällig wurden mit ihrer Krebserkrankung? Also ich glaube, wir haben die breite Palette. Also da ist es erkannt worden im Mammographie-Screening und die Frauen, wo es da erkannt ist, die sprechen dann auch sehr positiv darüber. Natürlich haben wir auch manchmal Fälle, wo halt eben es heißt, ja, wir waren bei Mammographie und dann kamen die Intervallkarzinome, also zwischen den 2 Jahren war dann Intervall und da merkt man deutlich, da ist dann irgendwie eine Enttäuschung, da muss deutlich gemacht werden, dass es das halt gibt, dass in diesen 2 Jahren auch mal was wachsen kann. Also wir haben eine breite Palette. Und für mich und auch für die Frauen ist es manchmal jetzt, wenn man schon betroffen ist, immer die Frage, wann schleusen wir uns denn wieder in das normale Mammographie-Screening ein? Es gibt ja die Nachsorge und die Frage kommt häufig, wann ist eigentlich ein guter Zeitpunkt? Und auch die Frage, die wir manchmal stellen, die würde ich gerne mal an Sie zurückgeben, Herr Dr. Schenk, nämlich die Qualität. Die Frauen sich fragen, ist die Qualität dieselbe? Es gibt ja beim Mammographie-Screening auch so eine Qualitätssicherung darüber, dass 2 Ärzte auf den Befund schauen. Und dann glaube ich, so viel ich informiert bin, wenn dann ein möglicher Befund da ist, wird je nachdem sogar noch ein 3. Arzt hinzugerufen. Und jetzt haben wir ja mit Frauen zu tun, die sind schon betroffen, sind in der Nachsorge und fragen sich tatsächlich, wäre ich nicht besser aufgehoben im Mammographie-Screening? Die sind dann auch in dieser Altersspanne, die das Mammographie-Screening nimmt. Das ist immer wieder eine Frage, die an uns gestellt wird als Gruppenleiterinnen. Und vielleicht können Sie da auch noch mal was zu sagen, weil wir sind ja hier Informationsveranstaltung, dass vielleicht viele hören, wie kann man da gut mit umgehen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass die gesamte Versorgungsqualität in den Screening-Einheiten sehr hoch ist. Also wir werden da in ganz kurzen Abständen zertifiziert und rezertifiziert und jeder kleine sozusagen Stolperstein fällt dort auf und fällt uns auf die Füße. Und in diesen Screening-Zentren, in diesen radiologischen Instituten, in denen Screening gemacht ist, kann man davon ausgehen, dass die auch außerhalb
vom Screening, also in der kurativen Diagnostik, jetzt nicht irgendwie da einen Gang runterschalten. Diese Qualität kommt allen diesen Frauen zugute. Das heißt, es macht tatsächlich vielleicht Sinn, die Mammographie in einem Institut machen zu lassen, die auch Screening machen. Das ist eine Form der Qualitätssicherung. Grundsätzlicher Unterschied ist, dass das Mammographie-Screening-Programm alle 2 Jahre stattfindet und die Empfehlung, die Leitlinien für Frauen nach Brustkrebs bedeutet, dass man eigentlich jährlich zur Mammographie geht. Das kann das Mammographie-Screening-Programm nicht leisten, das wissen wir auch gar nicht. Die Einladung erfolgt jetzt über Einwohnermeldeamt, also die Daten kennen wir nicht. Aber man kann, das war früher anders, das hat man aber jetzt geändert, man kann direkt nach Brustkrebserkrankung wieder ins Screening gehen, problemlos. Man müsste dann die Mammographie dazwischen sich über einen Überweisungsschein organisieren. Das wäre zum Beispiel ein Konzept, das geht. Ja, genau. Also das ist eine Frage, die häufig kommt. Ich denke, das ist auch mal interessant, das hier zu diskutieren, dass das auch möglich ist. Und auch, wie Sie gerade erwähnt haben, oft sind an Brustkrebs erkrankte Frauen erstaunt, dass sie zum Mammographie-Screening eingeladen werden, obwohl sie doch eigentlich in dem Nachsorgeprogramm sind. Und da sagten Sie ja schon, das wird einfach über die Einwohnermeldedaten genommen. Von daher gibt es da keinen Abgleich mit dem Krebsregister. Man bekommt die Einladung und dann ist immer die Frage der Frauen, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Aber Sie haben ja eine gute Antwort darauf gegeben, was man machen kann. Genau. Gut, vielen Dank. Ich denke, das waren auch ganz wichtige Aspekte mit Blick auf die Uhr. Aber jetzt noch eine Frage zum Abschluss, die Sie eben schon mal so angedeutet haben in Ihrem Vortrag. Sie haben uns ja dieses Balkendiagramm gezeigt mit der Sterblichkeit oder vielmehr mit der Erkrankungsanfälligkeit. Und da war die ja im höheren Lebensalter immer noch sehr hoch. Aber irgendwann hört das Screening-Programm ja auf. Und da gibt es durchaus Frauen, die auch mit Recht sagen, ja, wie sind wir jetzt einfach zu alt? Lohnt sich das bei uns nicht mehr, das Geld dafür zu investieren? Oder was steckt dahinter? Das ist eine Frage, die täglich auch bei uns ankommt. Und ich bin da froh, darüber was sagen zu können. Wenn man ein nationales Früherkennungsprogramm aufzieht und das Geld in die Hand nimmt, da muss man ganz, ganz knallharte Daten haben, dass das wirklich sinnvoll ist. Und diese ganz knallharten Daten gibt es nun mal in der Altersgruppe 50 bis 70. Und natürlich erkranken Frauen auch jenseits der 70 an Brustkrebs, aber bedauerlicherweise sterben Menschen in dem Alter auch an anderen Erkrankungen, an Herzinfarkt oder anderen Tumorerkrankungen, sodass diese knallharte Statistik, jawohl, das Mammographie-Screening bringt was, sozusagen verwässert wird. Das ist die epidemiologische Antwort. Die individuelle Antwort für jede einzelne Frau ist, ja, um Himmels Willen, machen Sie weiter mit der Mammographie. Jenseits der 70, auch da gibt es also jede Menge guter Daten, dass Frauen jenseits der 70 von der Früherkennung profitieren, von der dadurch viel einfacheren und weniger belastenden Therapie profitieren. So eine Hausnummer ist, dass Frauen, wenn man sie so biologisch sich so vor sich stehen hat und sagt, also die hat mit Sicherheit eine Lebenserwartung von mehr als 10 Jahren, dann wird sie von der Frühdiagnose profitieren. Das gilt also auch für die absolut rüstige 85-Jährige. Sie sollte auch zur Mammographie gehen und kann das auch. Sie kann es halt dann, sie muss es mit ihrem überweisenden Arzt, Hausarzt, Frauenarzt, per Überweisungsschein organisieren. Wir können sie halt leider nicht einladen. Aber ja, die Antwort ist, das macht Sinn. Es gibt auch Überlegungen im Screening-Programm, das auszudehnen Richtung 74 und auf der anderen Seite Richtung 45 in die jüngere Population. Aber ja, das ist halt noch nicht so weit. Gut, vielen Dank für die Antwort und auch vielen Dank für die Ermutigung, Frauen dieser Jahresgänge eben auch weiter in Anspruch zu nehmen, was sie in Anspruch nehmen können. Ja. Ja, vielen Dank. Wir machen jetzt noch mal eine kleine Pause, bevor wir dann zu unserem letzten Themenblock kommen.
Ja, noch einmal guten Abend an alle interessierten Zuhörer und Zuschauer. Manche sind ja vielleicht schon die ganze Zeit bei uns, manche haben sich vielleicht neu eingeschaltet. Wir kommen jetzt zum dritten und letzten Block unserer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung. Ich freue mich, den Referenten vorstellen zu dürfen. Das ist der Dr. Toni Vomweg. Er ist Radiologe und ebenfalls wie unser vorhergehender Referent programmverantwortlicher Arzt des Screening-Programms Mittelrhein mit Standort Koblenz, Emil-Schüller-Straße. Ja, und wir tasten uns im Moment hier so ein bisschen vorthematisch vom Allgemeinen zum Besonderen. Der letzte Part von Dr. Vomweg ist also der des Besonderen. Er will uns nämlich ergänzen zu den Ausführungen von Dr. Schenk über das allgemeine Mammographie-Screening-Programm, will er uns noch etwas erzählen über individualisierte Früherkennungsmöglichkeiten in besonderen Fällen. Bitte schön. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Also, ich werde jetzt genau da ansetzen, wo Dr. Schenk aufgehört hat, nämlich was kann wir Ihnen, also Ihnen als Frauen im heutigen Gesundheitssystem in Deutschland zusätzlich anbieten? Also ganz explizit auch mit der Fragestellung, nicht nur, was können wir Ihnen anbieten, sondern was trägt das Gesundheitswesen eben für Sie auch? Und da werde ich schon auf einige Aspekte nochmal kommen, die auch schon so ein bisschen angesprochen worden sind. Also, Moment, das war der falsche Knopf, dann geht es wahrscheinlich so. Werde ich so ein bisschen reden über Früherkennung unter verschiedenen Gesichtspunkten. Einmal das Alter, das ist das, was eben schon anklang. Aber es wird auch gehen um das persönliche Risiko, ein Mammakarzinom zu bekommen. Wir werden kurz ein bisschen was über Brustdichte hören und dann natürlich auch noch mal ein bisschen über die Methoden reden, weil bisher ging es ja um Mammographie beziehungsweise um erstmal darum, wie man überhaupt keinen Brustkrebs bekommt. Diese Dias kennen Sie schon, aber darum geht es mir eigentlich gar nicht so sehr. Wir fangen nämlich hier ganz da unten an bei dieser Dame. Diese Dame, die hat hoffentlich ein sehr langes Leben. Und das Leben ist hier dieser Zahlenstrahl, der von links nach rechts geht. Und der geht auch ganz bewusst etwa bis zum 100. Lebensjahr. Denn jedes zweite Mädchen, was heute auf die Welt kommt, wird 100 Jahre alt. Und das ist ja auch eine der tollsten Errungenschaften der letzten 200 Jahre. Wir haben eben etwas gehört über das Mammographie-Screening. Das Mammographie-Screening ist dieser Block von 50 bis zum Ende des 69. Lebensjahres. Und der Grund dafür wurde auch schon gesagt. Der Grund dafür ist der, dass wir in der Zeit schon sehr viele Mammakarzinome haben. Das sind die Tabellen da oben mit den Balken, die Sie schon gesehen haben. Und dass wir aber auch in der Zeit sehr harte Daten dafür haben, dass wir wirklich Leben retten können. Aber es klang ja schon an, wie ist das denn eigentlich danach? Und natürlich ist ebenfalls die Frage interessant, wie ist das denn eigentlich davor? Es ist so, es gibt in den Leitlinien klare Empfehlungen. Das hier ist die Screening-Gruppe 50 bis 69, die eine Mammographie alle 24 Monate bekommt. Und Sie sehen hier hinten an den Plus- und den Minuszeichen, dass es dafür eine ganz klare Empfehlung gibt, ein Doppelplus. Aber dieses Doppelplus gibt es auch hier für diese Gruppe der 70- bis 75-Jährigen. Auch bei denen ist das sehr gut untersucht mittlerweile in vielen Ländern, dass eine Mammographie alle 2 Jahre denen unheimlich viel bringt. Da gibt es auch ein Doppelplus. Erst ab dem 75. Lebensjahr sind die Daten nicht mehr so ganz hundertprozentig klar. Da gibt es auch nur ein Plus und 2 Sternchen. Und die 2 Sternchen sind das, was der Dr. Schenk uns schon gesagt hat. Dann soll eigentlich nur noch mammografiert werden, wenn die Frau sich in einem so guten Gesundheitszustand befindet, dass der Hausarzt oder der Frauenarzt ganz klar sagen, sie wird noch 10 Jahre leben, wenn sie keinen Autounfall erleidet. Davon wollen wir hoffentlich nicht ausgehen. Und auch dann macht eine Mammographie alle 2 Jahre noch Sinn. Also schauen wir uns das mal an, wie viel das bringt. Das hier ist das Screening-Alter, wo die meisten Mammakarzinome entstehen, zwischen 60 und 69. Und wenn wir 10.000 Frauen anschauen, die wir über 10 Jahre screenen, wissen wir, dass wir in diesem Kollektiv 21 Leben retten. Auch bei den Frauen, die 50 bis 60 sind, ist das eine erklägliche Zahl, nämlich 8. Aber auch hier in dieser Gruppe, die halt eben hoffentlich bald in das Mammographie-Screening auch reinrutschen wird, nämlich die Gruppe der 5 Jahre älteren Frauen, sind es 13 Leben.
die gerettet werden können. Das sind hier keine deutschen Daten, sondern das sind gepoolte Daten quasi von der halben Welt, die Mammographie-Screening teilweise schon viel länger betreiben als wir. Das ist also wirklich jetzt schon sehr, sehr sicher, was ich Ihnen da zeige. Ganz nicht so eindeutig ist es bei den jüngeren Frauen. Sie sehen, hier haben wir gerade mal im Schnitt 3 gerettete Leben. Über die reden wir aber jetzt gleich auch noch im Anschluss. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ich habe jetzt die Dame, deren Leben wir betrachten, hier mal mit 2 zusätzlichen Blöcken ausgestattet. Nämlich diesen hier nach hinten, wenn sie älter wird. Und Sie sehen, der ist nicht durchgängig gleich grün, sondern wir haben eben gehört, für die nächsten 5 Jahre muss der grün sein. Und dann hängt es davon ab, wie gesund sie noch ist. Ist sie sehr gesund, kann sie das mit dem alle 2 Jahre Mammographie ruhig weitermachen. Ist sie vielleicht nicht so gesund, hat sie vielleicht eine von den Faktoren, die Herr Dünnebacke schon genannt hat, massives Übergewicht und schon einen Herzinfarkt hinter sich, dann kann es durchaus richtig sein, dass man dieses Mammographie-Screenen, nenne ich das jetzt auch mal, einstellt. Ja, schauen wir uns mal die jüngeren Frauen an. Auch da in den Leitlinien habe ich gesagt, gibt es eine Mortalitätssenkung und zumindest gibt es da auch ein klares Statement. Das Statement ist nämlich, dass das Risiko, was der Dr. Schenk auch schon mal nannte, der Strahlenexposition durch eine Mammographie geringer ist als der Nutzen durch das Früherkennen. Das heißt, auch für die gibt es eine Aussage, dass man es machen kann. Wir haben da ein bisschen andere Probleme. Wir sehen nicht bei jeder Frau in dem Alter von 40 bis 50 Jahren gleich gut mit unserer Methode, weil Frauen dort oft eine dichtere Brust noch haben. Deswegen ist dieser Balken hier so angelegt, dass er von blassgrün auf dunkelgrün geht. Und es gibt schon viele Gynäkologen und auch viele Hausärzte, die durchaus bei den ganz normalen Frauen, die zur Vorsorge kommen, dann die Entscheidung fällen und sagen, komm, bis 45, wir fangen mal langsam an. Und das macht auch durchaus Sinn, darüber nachzudenken. Und das wird vom deutschen Gesundheitssystem auch bezahlt, weil das halt eben mit Überweisung geschieht. Also sowohl das vor dem 50. wird überwiesen, als auch das nach dem 70. Ja, wir hatten einmal schon gehört, dass das mit dem Ultraschall nicht so einfach ist. Deswegen hier schauen Sie sich das nochmal an. Wenn man also keine Mammographie machen möchte und möchte nur eine Ultraschalluntersuchung durchführen lassen, weil das ja natürlich angenehmer ist. Die Mammographie ist nahezu keiner Frau angenehm. Überleben tun es die meisten oder fast alle. Aber angenehm ist es mit Sicherheit nicht. Aber es gibt da viele Studien, die versucht haben, nachzusehen, ob man dann mit dem Ultraschall alleine eine richtige Früherkennung betreiben kann. Und die meisten Studien sind schon zu der Überzeugung gelangt, dass die negativen Effekte da eher die positiven überwiegen. Und deswegen hier ein klares doppeltes Minus zu dieser Frage. Also wenn man sich so entscheidet, entscheidet man sich gegen die ärztlichen Leitlinienerkenntnisse. Aber eine Ultraschalluntersuchung kann sehr wohl Sinn machen, nämlich bei Frauen, die eine dichte Brust haben, ein dichtes Gewebe. Dort gibt es nämlich auch hier eine Empfehlung, ein Doppelplus, dass man das zusätzlich zur Mammographie machen kann. Ebenso bei Frauen mit erhöhtem Risiko, auf die ich aber erst gleich zu sprechen komme. Also schauen wir jetzt erstmal nach der dichten Brust. Wenn wir also dieser Empfehlung folgen hier, dichtes Parenchym, könnten wir bei dieser Frau quasi ab dem 40. Lebensjahr die Sonographie mitlaufen lassen. Dass die da hinten irgendwo im höheren Lebensalter immer weniger Sinn macht, ist ganz selbstverständlich der Sache geschuldet, dass eine Brust im Laufe des Lebens ganz von selbst immer weniger dicht wird, weil der Hormoneinfluss der Frau immer geringer wird. Also irgendwann wird das mal keinen Sinn mehr machen. Da wird der Radiologe dann sagen, also nee, Sie brauchen jetzt keinen Ultraschall mehr, ich kann da eh komplett da durchgucken in der Mammographie. Ja, so oder so ähnlich wird er sich ausdrücken. Da haben wir aber ein Problem. Bei dieser Dame, das kriegen wir nicht bezahlt. Das heißt, der Ultraschall, den sie zusätzlich zur Mammographie haben möchte, der auch von den Ärzten eigentlich aufgrund der Daten empfohlen wird, ist in dem Fall einer Frau mit einem normalen Risiko an Brustkrebs zu erkranken leider keine Kassenleistung. Also, jetzt ist ein Wort gefallen, was wir noch nicht hatten, das Wort Risiko. Sie sehen, dass die Dame
deren Leben wir hier betrachten, jetzt hier noch einen zusätzlichen Pfeil bekommen hat, von unten nach oben. Und das ist die Kategorie, in welchem Risiko sie sich befindet. Wir haben das normale Risiko gerade besprochen, also Frauen, die keine besonderen Umstände haben, warum sie unheimlich viel mehr Brustkrebs bekommen sollten. Neu sind hier zwei Kategorien, nämlich mittleres Risiko und Hochrisiko. Und auch in dieser Empfehlung sehen Sie, dass hier Frauen mit erhöhtem Risiko eine Ultraschalluntersuchung empfohlen bekommen. Um was handelt es sich bei diesem Wort? Keine Angst, ich werde die Tabelle nicht eins zu eins mit Ihnen durchgehen. Ich möchte nur auf ein paar Sachen hinweisen. Wenn Frauen eine familiäre Belastung haben durch einen Verwandten ersten Grades, also wir reden hier von der Mutter, von der eigenen Schwester, verdoppelt sich ihr Lebensrisiko, Brustkrebs zu bekommen. Das ist zum Beispiel ein erhöhtes Risiko, ein mittleres Risiko. Auch wenn sie selbst schon mal an der Brust irgendwas operiert bekommen hat, was da nicht hingehört, man nennt das zum Beispiel ADH oder Atypie heißen die Worte, hat sie ein doppeltes Risiko, Brustkrebs zu bekommen. Und das sind eben Faktoren, die kann man relativ einfach abfragen, ja, und die führen dazu, dass eine Frau in das mittlere Risiko reinkommt. In das mittlere Risiko gehört außerdem jede Frau, die selbst schon einmal Brustkrebs hatte. Weil die reine Tatsache, dass sie einmal einen Brustkrebs hatte, erhöht das Risiko, dass sie noch einmal einen Brustkrebs bekommt, je nachdem, was für eine Sorte das war, um das mindestens Zweifache bis hin zum Sechsfachen. Das ist also wirklich schon eine deutliche Risikoerhöhung, zählt aber immer noch als mittlere Risikokategorie. Also auch diese Frau hat die Möglichkeit, eine zusätzliche Ultraschalluntersuchung in Anspruch zu nehmen. Okay, gehen wir von der Tabelle mal weg. Und da gibt es dann noch eine weitere Aussage, dass bei den Damen, die ein erhöhtes Risiko haben, auch eine zusätzliche Untersuchung im Intervall erwogen werden soll. Das ist das, was eben auch schon anklang. Die Frauen, die ein erhöhtes Risiko haben, denen wird die Mammographie im regulären Fall nicht alle 2 Jahre empfohlen, sondern jährlich. Jetzt haben wir also hier einen neuen grünen Balken bei der Frau mit dem mittleren Risiko. Die kann dann ab 40 oder spätestens 5 Jahre vor der Mammakarzinomerkrankung des erstgradig Verwandten, also kleines Beispiel, die Schwester hat mit 48 Mammakarzinom bekommen, dann wird der Dame ab 43, also 48 minus 5, die jährliche Mammographie empfohlen. Und wenn diese Dame dann zusätzlich auch noch dichtes Gewebe hat, ja, da hätte jetzt eigentlich noch ein Balken kommen müssen, ah genau da, also wenn sie zusätzlich noch dichtes Gewebe hat, dann kriegt sie auch die Sonographie. Und hier sehen Sie, dass das bei diesem Kollektiv, also bei diesen Frauen, die ein mittleres Risiko haben, dann auch Kassenleistung ist. Das heißt, das kann der Gynäkologe oder der Hausarzt aufschreiben auf die Überweisung und dann kann der Radiologe auf gut Deutsch gucken, hat sie jetzt die dichte Brust oder nicht und die Ultraschalluntersuchung direkt hinterher machen. Ja, hier sehen Sie, dass die Versorgung im deutschen Gesundheitssystem schon differenziert zwischen normalem Risiko, in dem sich glücklicherweise der Großteil der Bevölkerung befindet, aber auch ein relevanter Anteil der Bevölkerung befindet sich in dieser Kategorie, mittleres Risiko. Und für die gibt es ein Angebot, das muss man nur wissen, wobei das auch die meisten Gynäkologen und Hausärzte heutzutage tatsächlich wissen. Jetzt kommen wir zur letzten Kategorie, zur Hochrisikokategorie. Hochrisiko sind Frauen, die in der Familie ganz viele Brustkrebserkrankungen haben. Es gibt hier eine lange Liste, wann man dann so einen Test, so einen sogenannten Gentest empfohlen bekommt. Die kann jeder im Internet finden. Aber wichtig ist halt, da müssen wirklich in der Verwandtschaft, also zum Beispiel mal 2 Frauen sehr jung erkrankt sein, unter 40 oder eine unter 35 oder mindestens 3 andere. Also das kriegt man nicht einfach so. Das, weil ein Mammakarzinom in der Familie, das hat fast jede Familie in Deutschland mittlerweile, weil Brustkrebs einfach eine häufige Erkrankung ist. Also müssen schon gewisse Einschlusskriterien vorliegen und wenn die existieren, kann Ihr Gynäkologe oder Ihr Hausarzt Sie zu einer besonderen Beratung schicken, einer sogenannten genetischen Beratung. Und wenn die das dann auch unterstützen, kann man Blut abgenommen bekommen und dann kann man tatsächlich die Gene auf Brustkrebs untersuchen und schauen,
ob man ein solches Genrisiko hat. Findet man eine solche Mutation, dann ändert sich das Programm komplett. Dann wird bei denen die Mammographie gemacht, die MRT, also die Kernspintomographie der Brust, hinzugenommen und die Sonographie im halbjährlichen Intervall gemacht. Hier habe ich das nochmal als Liste. Also die Ultraschalluntersuchung alle 6 Monate, die Mammographie jedes Jahr und die Kernspintomographie einmal im Jahr bis zum 55. Lebensjahr. Und die Mammographie schon ab dem 30. Lebensjahr ist auch eine Ausnahme nach vorne. Ja, das sieht dann so aus in Balken. Diese Frauen, die in einem Hochrisiko stecken, und es sind glücklicherweise wenige Frauen in Deutschland, ja, man meint, die Gruppe wäre groß, das stimmt aber nicht, es sind unter 50.000. Diese Frauen bekommen das hier, alle 6 Monate Ultraschall, fangen hier vorne an mit 30, gehen jährlich zur Mammographie lebenslang, ja, und bekommen zusätzlich in dieser heißesten Phase, weil die meisten dieser Frauen erkranken dann auch leider sehr früh an Brustkrebs. Also die kriegen durchaus auch schon mal mit 35, 30, 32 dann schon ihren Brustkrebs, bekommen die in der Startphase auch die Kernspintomographie jährlich, die als genaueste Methode angesehen wird. Für das Ganze gibt es aber noch mal eine eigene Struktur in Deutschland. Das Deutsche Konsortium für familiären Brust- und Eierstockkrebs kümmert sich um diese Verfahren und führt die auch meistens selbst durch. Und das ist auch ganz schön, dass wir jetzt in Rheinland-Pfalz in Mainz eine neu gegründete Stelle davon haben. Bisher mussten wir immer ein anderes Bundesland nach Köln schicken, aber jetzt gibt es eine solche Niederlassung des Deutschen Konsortiums eben auch in Mainz. Ja. Das, was ich Ihnen hier gezeigt habe, ist das Früherkennungsprogramm, wie differenziert das in Deutschland angeboten wird. Und wenn man das einmal gehört hat und fragt das dann nach, dann kommt man da auch schon schnell an der richtigen Stelle an. Ja? Die Basis ist und bleibt das Mammographie-Screening, weil da halt die meisten Frauen reinfallen. Aber keine Frau muss dann einfach mit 69 sagen, ich bin jetzt hier irgendwie der Gesellschaft nichts mehr wert oder so. Das stimmt schlichtweg nicht. Es gibt andere Wege, aber eben Wege, die dann nicht mehr mit der Gießkanne ausgegossen werden, also die dann einfach nicht mehr der ganzen Bevölkerung einen Brief zu schicken und sagen, gehen Sie da mal hin, sondern da muss halt wieder ein Arzt mitgucken, der dann eben sagt, ja, macht Sinn, macht keinen Sinn. Jetzt möchte ich auf die Verfahren noch zu sprechen kommen. Wir haben jetzt was gehört über Mammographie und Ultraschall. Es ist natürlich so, dass sich in der Welt ständig was tut. Genauso wie die Mammographie sich in den letzten 30, 40 Jahren von einer Filmmammographie, die in der Dunkelkammer entwickelt wurde und wo noch Staubpartikel drauf waren, die schon alles schwierig gemacht hat, zur voll digitalen Mammographie entwickelt hat. So ähnlich wie bei Ihnen zu Hause sich auch die Filmkameras zur Digitalkamera entwickelt haben, gibt es eben auch Weiterentwicklungen der Technik. Und eine der Weiterentwicklungen ist die sogenannte Tomosynthese. Das ist eine Mammographie, die allerdings nicht nur ein Bild von einer Brust in einer Richtung erzeugt, sondern eben eine ganze Reihe von Bildern, wie so kleine Scheibchen durch die Brust hindurch. Wir nennen sie auch Mammographie 2.0, weil das wird ja heute alles so bezeichnet. Und natürlich gibt es Bestrebungen, auch diese Mammographie 2.0 irgendwann einmal zukünftig den Frauen anzubieten, und zwar im Rahmen eines geregelten und qualitätsgesicherten Programms, wie zum Beispiel dem Screening. Und da läuft auch eine große Studie in Deutschland, die sogenannte TOSIMA-Studie, die genau das untersucht und die auch schon nächstes Jahr aufhört zu untersuchen. Also die haben dann schon alle Frauen eingeschlossen. Da sind wir sehr auf die Ergebnisse gespannt, ob man damit vielleicht einfach besser Mammographie-Screening betreiben kann, wo dann eben weniger Intervallkarzinome noch dazwischen auffallen. Genauso gibt es aber auch eine große Studie in Deutschland, wo der Ultraschall im Mammographie-Screening hinzugenommen wird. Bisher läuft das Mammographie-Screening ja nur mit Mammographie. Aber ich hatte ja schon gesagt, dass die Frauen mit dem dichten Gewebe da halt eben so ein bisschen unterversorgt sind, weil die Mammographie da nicht immer so gut durchgucken kann. Das heißt, es wird nicht ganz so viel gefunden bei den Frauen mit der dichten Brust. Und hier geht man hin und bietet den Frauen mit der 15% dichtesten Brust dann zusätzlich noch eine Ultraschalluntersuchung an, aber auch nicht irgendwo in der Praxis nebendran, sondern eben
im Mammographie-Screening-Programm. Also von den Leuten, die die Mammographie dann da auch hängen haben, die da drauf schauen können und die das auch den ganzen Tag machen. Das ist die sogenannte DIMASOS-Studie, die jetzt gerade erst angefangen hat und die hat durchaus auch das Potenzial, vielleicht in 5 oder 10 Jahren unser Screening-Programm zu verändern. Ein bisschen ist allerdings schon klar, was man mit diesen beiden Methoden erreichen kann. Denn die Deutschen sind ja meistens immer so ein bisschen hinterher, sowohl bei der Einführung des Mammographie-Screening-Programms als auch bei den Studien. Es ist also schon ziemlich klar, durch Mammographie-Screening findet man etwa 6 Karzinome bei 1000 Frauen. Wenn man eine Tomosynthese macht, andere Länder haben ihre Studien abgeschlossen, da sind es im Durchschnitt dann 8,7. Das ist ganz anständig, weil das sind einfach mal 30% mehr, die da gefunden werden. Und das macht auch mit Sicherheit dann was aus, weil die 30% mehr, die gefunden werden, gibt weniger Intervallkarzinome und weniger späte Stadien dann, ne? Und auch erstaunlicherweise gibt es einige Studien mittlerweile schon, die mit Mammographie und zusätzlichem Ultraschall abgeschlossen haben, kommen im Durchschnitt genau auf denselben Wert, 8,7. Also man könnte beides nebeneinander stellen, wird ähnlich gut funktionieren. Es gibt dann noch eine Methode, die da ein bisschen in einer anderen Liga spielt. Und das ist die Kernspintomographie. Die Kernspintomographie arbeitet mit diesen riesig großen Magneten, wo man sich reinlegen muss, die so unheimlich lange Lärm machen. Manche Dame hat das schon mal gemacht, wenn es vom Knie oder was auch immer war. Wenn man die nimmt, dann kommt man auf ganz andere Werte. Also in einer Kernspintomographie finden die Ärzte etwa 16 bis 16,5 Karzinome bei 1000 Frauen. Da sieht man nochmal einen deutlichen Absatz nach oben zu den 8,7, die ich eben genannt habe. Und da ist auch gerade wieder eine interessante Studie zu Ende gegangen im Jahre 2019 in Holland, die sogenannte DANCE-Studie, die das auch nochmal ganz genau zeigt, wo sie halt einfach gesagt haben, nur bei diesen Mammographien hier, nur bei diesen Mammographien mit der dichtesten Brust, das ist hier das Bild, was rot umrahmt ist, machen wir dann noch eine Kernspintomographie zusätzlich, weil wir da mit der Mammographie nicht so super durchgucken können und dann kommen wir auf diese 16,5. Inwieweit sich das dann vielleicht auch zukünftig dann mal in die Versorgung abbilden könnte, steht allerdings in den Sternen, weil MRT-Untersuchung ist enorm teuer, das muss man ja auch immer bedenken. Man muss auch dafür ein Kontrastmittel gespritzt bekommen. Und die MRT-Untersuchung ist auch eine sehr empfindliche Methode, die durch viele Sachen gestört werden kann. Da ist eine Mammographie super robust rein, werden immer gute Bilder gemacht fast. Beim MRT ist das nicht so der Fall. Aber auch da gibt es Studien, die jetzt versuchen werden, das mal zu testen, ob man die Frauen mit den dichtesten Brüsten nicht da mit dieser Methode versorgen kann. Ja, ich hoffe, dass ich damit so einen kleinen Überblick machen konnte über das, was zusätzlich noch angeboten wird und das auch, was es jetzt schon gibt, was Sie jetzt schon in Anspruch nehmen können. Und zuletzt einen kleinen Ausblick darauf, wie man versucht, in den nächsten Jahren auch die Situation noch mal zu verbessern. Und freue mich auf Fragen. Ja, Frau Dr. Vomweg, auch Ihnen vielen Dank für den Überblick, den Sie uns gegeben haben über ein sehr komplexes Thema. Ich nehme an, Sie haben noch stark gekürzt und hätten sehr viel ausführlicher noch erzählen können und hatten ja auch sogar den Aspekt noch inbegriffen, wie wird es in Zukunft weitergehen, also schon einen Ausblick auf die Zukunft gegeben. Vielen Dank dafür. Ja, mir fällt so spontan ein, die Frau Dr. Zimmerlein-Roggenfeller nochmal anzusprechen, die ja hier in Vertretung der Frauenselbsthilfe sitzt. Also ich weiß aus unserer Arbeit, dass das immer ein ganz großes Thema in Gruppen ist. Wer bekommt welche Untersuchungsmethode? Genau, also während Ihres Vortrags habe ich so gedacht, es erklärt für viele Frauen vielleicht jetzt auch, warum es so unterschiedliche Verfahrensweisen bei den einzelnen Frauen gibt. Das ist tatsächlich ein großes Thema. Die sagen, wieso habe ich das und du hast das nicht?
Das ist in den Gruppen wirklich auch wichtig, dass man da gut aufklärt und auch diese unterschiedlichen Risikobereiche, die Sie da genannt haben, dann auch mit unterschiedlichen Verfahren belegt werden. Das hilft sehr viel, wenn man da auch Informationen, das ist ja eine der Aufgaben, die wir als Frauenselbsthilfe auch uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir versuchen wollen, die Frauen zu informieren, warum das so ist, weil genau das stößt immer wieder erstmal unangenehm auf. Verständlich, die Frauen, die betroffen sind, wollen eine maximale Sicherheit auch nach der Diagnose irgendwie für sich sicherstellen und sind auch manches Mal bereit, auch außerhalb dieser Verfahren zu sagen, ich bezahle halt auch mal mein MRT, wohl wissend, dass es teuer ist. Also ich weiß nicht, ich glaube 500 ist jetzt im Moment noch der Standard. Also das gibt es, aber das ist dann eine individuelle Entscheidung. Und ich glaube, wenn man weiß, warum die Kriterien so sind, wie sie sind, dann hat man auch einen Verstand zu sagen, ja, ich werde für mich eine eigene Entscheidung treffen, ob ich bereit bin, noch zusätzlich, damit ich mich besser fühle. Das ist ja manchmal auch nur so eine ganz individuelle Idee, noch zusätzlich Geld in die Hand nehmen. Ja, genau. Weil da denke ich gerade so, wo Sie das sagen, gibt es da eigentlich so, ja, gibt es das auch, dass Frauen praktisch überredet werden, Untersuchungen machen zu lassen, die teuer sind, die sie selbst bezahlen, wo vielleicht ein anderer, unabhängigerer Mediziner sagen würde, unsinnig? Also ich hoffe, dass es das in dem Bundesgebiet äußerst selten nur gibt. Denn es kommt ja, also ich kenne solche Situationen schon. Eine Frau sagt, ich möchte mir lieber ein MRT alle 2 Jahre gönnen als einen Kaschmir-Pulli. Ja? Okay, ich kann das schon verstehen, aber wenn sie das so selbst entscheidet, dann mag sie das ja tun. Aber wenn sie dann auch noch möglichst dahin gedrängt wird oder überredet wird, dann finde ich das nicht mehr okay. Eins muss man als Frau ja auch wissen. Die gesetzlichen Krankenkassen können einem manchmal dann auch schon schwer dazwischenfunken. Also wenn eine Kernspintomographie, die nicht in diesem Katalog, den ich gezeigt habe, jetzt eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung ist, von einer Frau selbst gekauft wird, also selbst bezahlt wird, und da dann etwas drin auffällt, dann steht diese Frau im Wesentlichen dann auch mit dieser Abklärung, die danach kommt, alleine. Das heißt, dann muss sie da manchmal deutlich höhere Kosten hinterher auch nochmal selbst übernehmen, um wieder aus dem Verdachtsmoment rauszukommen. Ja? Weil das einfach eben nicht im Katalog der gesetzlichen Krankenkasse vorgesehen war. Erst wenn sie dann tatsächlich eine Brustkrebsdiagnose bekommt, ist sie selbstverständlich wieder im Katalog und wird mit all dem behandelt und auch unterstützt wie jeder andere auch. Aber wenn sie das selbst initiiert hat und das kein Bestandteil des gesetzlichen Katalogs war, dann steht sie erstmal alleine. Und deswegen ist diese, wenn wirklich Frauen motiviert werden, ständig selbst zu zahlen, halte ich das persönlich, ehrlich gesagt, für ein ethisches Problem. Auch wenn man natürlich das immer schönreden kann, indem man sagt, ja, das ist aber die beste Methode. Ja, die findet am meisten. Aber man hat sich da bei diesen Risikokategorien, die ich vorgestellt habe, schon ziemlich klar was bei gedacht. Ja, also es geht natürlich unterm Strich auch immer ums Geld. Wenn wir allen unseren Frauen in Deutschland immerhin ja, viele Millionen, die in dem Screening-Alter wären, dann alle Kernspinnen geben würden, dann müssten wir wahrscheinlich den Gesundheitsfonds verdoppeln. Ja, also auch darum geht es, das ist schon klar. Deswegen muss man nach Risiko ein bisschen stratifizieren, weil letztendlich zahlen wir alle Steuern und müssen den Topf auch füllen. Ja, also es gibt ja auch noch andere Sachen auf der Welt, die auch wichtig sind. Ne? Aber ich höre aus dem raus, was Sie jetzt sagen und auch was Sie am Ende Ihres Vortrags gesagt haben über neue Entwicklungen und Studien, die es dazu schon gibt, dass da doch noch ziemlich dicke Bretter zu bohren sind, bevor das mal so einem Großteil der Frauen zugutekommt. Ne? Ja. Und da möchte ich noch mal eine Frage an die Frau Lanius-Heck anschließen. Als Vertreterin der Landfrauenverbände, ist das für Sie auch ein wichtiges Anliegen, dass diese Bretter gebohrt werden und zu einem Ergebnis kommen? Zunächst mal finde ich es total schade, dass die Finanzierung so der begrenzende Faktor hierbei natürlich ist. Das ist wirklich bedauerlich, denn sonst könnte man, wenn wir Wunschkonzert hätten, da würde ich sagen, wie wäre es denn, wenn wir ja zuerst zum einen das Alter nach hinten nach vorne ausdehnen, zum zweiten, wenn denn die Strahlen, wenn die Ergebnisse, die guten Ergebnisse, das Strahlenrisiko über deutlich höher sind, dann sollten wir doch jährlich eine Mammographie haben oder zumindest im Wechsel mit dem Ultraschall. Das wäre doch
auch bei normal gesunden Frauen wünschenswert. Man würde ja viel mehr entdecken. Das wäre doch, mal eine Maßnahme. Das habe ich mir aufgeschrieben, ohne dass ich Ihren Vortrag gehört habe. Das wäre doch was. Vielleicht könnten wir mal nachhaken, wenn es an den Finanzen liegt. Wir fragen mal Herrn Spahn, den kenne ich auch. Und dann habe ich eine Frage. Eine Frau hat mir heute aufgeschrieben, wie ist es denn, wenn ich erblich belastet bin, väterlicherseits? Also Mann mit Brustkrebs da war in der Familie und das habe ich auf der einen Tabelle, war ganz unten stand ein Mann. Für das Hochrisiko, unten stand ein Mann und was war da noch? Der eine Mann muss aber erstgradig verwandt sein. Erstgradig, also der Vater? Vater. Der Vater. Und dann ist es Hochrisiko. Ja. Aber nicht bei nur Mutter auch? Ist der Mann? Nein, nein. Also wenn ein Mann ein Mamakarzinom hat, dann ist der Vater, dann ist es ein deutlich größerer Risikofaktor, als wenn die Mutter Mamakarzinom hat. Wirklich? Ja. Aha. Dann kann ich die Frage dann auch beantworten. Ja. So, was war noch? Ja, wie wäre das? Können wir uns nicht dafür einsetzen? Wäre das grundsätzlich nicht hilfreich, wenn wir das so machen könnten, wie ich gerade beschrieben habe? Also prinzipiell gibt es ja schon bei dem, was Sie beschrieben haben, direkt ein bisschen was zu bemängeln. Also wenn Sie die Ultraschalluntersuchung dann eben dazwischen machen, dann sind Sie genau bei dem, wo es keinen Empfehlungsgrad für gibt. Ne? Dann die Ultraschalluntersuchung ist leider nur dann wirksam, wenn gerade additiv die gemacht wird. Also aktuelle Mammographie, Blick da drauf, Ultraschall in der Hand, gucken, wo ist es in der Mammographie jetzt irgendwie ein bisschen dichter, wo kann ich jetzt mal ganz fokussiert, gezielt hingucken, ist wertvoll. Aber zwischen zwei Mammographien einmal drüber in 3 bis 4 Minuten hat es nicht gebracht in den Studien. Also das wäre schon mal per se der falsche Ansatz. Dann, wenn man aber sagt, man will alles jährlich machen, wie gesagt, man macht ja jährlich diese Untersuchungen bei den Frauen, die ein höheres Risiko haben. Wenn man das bei jeder Frau machen wollte, also es ist eben so, keine Methode in der Medizin hat nur positive Wirkungen, sie haben auch immer Nebenwirkungen. Und Nebenwirkungen sind zum Beispiel, dass sie eben Frauen nochmal zurückrufen müssen, weil sie sagen müssen, das muss ich mir nochmal anschauen, muss man eine Biopsie machen, nicht alle Biopsien erbringen Brustkrebs, oft sind es auch ganz normale Gewebestrukturen, die biopsiert werden. Das heißt, je mehr sie machen, desto mehr von diesen Nebenwirkungen erzeugen sie auch. Und die müssen irgendwie in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen. Ja. Sie denken, dass, wie es jetzt abgewägt ist, ist es gut? Also ich sage mal so, das, was wir haben, was ich Ihnen gezeigt habe mit den vielen verschiedenen 3 Vorgehensweisen, ist für das, was wir im Moment haben, relativ gut. Aber da wir viel mehr Wissen jetzt auch in den letzten 10 Jahren besonders dazugelernt haben, wo die Limitationen der Methoden liegen. Also insbesondere haben wir die Limitation der Mammographie bei der dichten Brust jetzt sehr genau erforscht. Wir wissen ganz genau, das Verfahren funktioniert bei dieser Gruppe von weniger als 10% der Frauen, die eine sehr dichte Brust haben, nicht so gut. Müssen wir jetzt auch das machen, was logisch ist, nämlich nachbessern und dort neue Wege finden. Und das machen diese beiden Studien, die schon finden, die entweder Ultraschall zusätzlich einführen oder Tomosynthese verwenden wollen, die adressieren genau dieses Problem. Ebenfalls wäre es denkbar, eine Studie zu machen, dass wir den Frauen mit der dichtesten Brust gar keine Mammographie mehr geben, sondern eben nur eine Kernspintomographie, weil die Kernspintomographie am meisten wegfrühstückt. Ja. Also, und solche Überlegungen laufen auch gerade. Die Sache ist halt so, man darf da nicht so ungeduldig sein. Man meint immer, man könnte das so schnell machen. Aber wenn man das wissenschaftlich sauber machen will, dann muss es in Form von Studien gemacht werden, deren Beantragung meistens allein schon 2-3 Jahre dauert. Dann dauert die Studie 6 Jahre und die Datenauswertung nochmal 2. Und da kann man keine schnellen Sprünge machen. Ja. Ja, mit Blick auch auf die Uhr möchte ich der Frau Dr. Zwirlein-Roggenfeller noch die Gelegenheit geben, eine letzte Frage oder ein letztes Statement zu dem Thema abzugeben. Ich möchte noch mal für die jüngeren Frauen sprechen, weil wir erfahren immer mehr, dass sehr viele junge Frauen kommen, die noch nicht mal unbedingt das erblich bedingte Brustkrebsrisiko haben. Und was würden Sie denn den jüngeren Frauen an Vorsorge empfehlen? Ich werfe mal so ein Stichwort rein, Taktilografie, also die Möglichkeit, dass halt Menschen, die sich damit sehr viel beschäftigen, Abtastungen machen. Wäre das eine Möglichkeit alternativ? Weil wir haben tatsächlich in unseren Gruppen mittlerweile, und es gibt bei der Frauenselbsthilfe nach Krebs, ein Netzwerk Stadt Krebs. Das ist ein Zusammenschluss von jungen Frauen, weil wir feststellen, es gibt viele junge Frauen. Und was machen die? Also Cut-Off hatte
Herr Dr. Schenk gesagt, ist 40 Jahre. Da sollte man vorher keine Mammographie machen. Und ich kann mich erinnern, vor 13 Jahren, als Mammographie-Screening eingeführt worden sind, hatten Sie damals zu mir gesagt, alles, was drunter ist, ist fast schon Körperverletzung. Mhm. Das habe ich mir damals sehr gut gemerkt. Aber was kann man jungen Frauen anbieten, die was tun wollen, also früh erkennend? Ja, das ist eben genau das Problem. Also unter 40 Jahren ist das Nutzenverhältnis und Schadensverhältnis der Mammographie nicht mehr eindeutig positiv. Das heißt, die jungen Frauen haben dichtes Gewebe, deren Drüsengewebe hält die Röntgenstrahlung auf. Sie brauchen noch mehr Strahlung, um da durchzukommen mit der Mammographie. Und die teilen sich die Zellen noch sehr häufig bei jungen Frauen und sie haben eine höhere Chance, dadurch auch Brustkrebs zu verursachen. Das ist wahrscheinlich immer noch ein Verhältnis, was irgendwie statistisch 1:10 auseinandergeht, aber eben nur noch 1:10. Und das ist nicht mehr genug, um das bei jungen Frauen unter 40 regelmäßig einzusetzen. Also kann man nicht empfehlen. Ausnahme, Hochrisiko, aber dann sind wir unter ganz anderen Bedingungen unterwegs. Also Mammographie können Sie denen nicht empfehlen, unter 40. Nicht mit gutem Gewissen. Ja? Und da ärgere ich mich auch, wenn irgendwo noch Mammographien gemacht werden unter 40, weil ich genau weiß, dass man damit eher nichts sieht, aber eher einfach mal die Maßnahme gemacht hat. So, also bleibt eigentlich nur noch in diesem Alter der Ultraschall, weil der ist überall verfügbar und der Ultraschall funktioniert ja immerhin, er funktioniert. Ne? Er hat zwar nicht diese Beweise gebracht, dass er dann wirklich die Überlebensrate senkt. Also das ist ja der höchste Maßstab, den wir in der Medizin haben. Also wenn wir wissen wollen, ob etwas richtig gut ist, dann müssen wir 20 Jahre beobachten und können dann sagen, es sterben weniger, wenn wir das machen. Das nennt man Mortalitätssenkung. Das ist das oberste Level. Ja? Dieses oberste Level hat der Ultraschall nicht erreicht, aber er macht wenigstens auch nicht so viel kaputt. Also können Sie dann eigentlich nur Ultraschall empfehlen unterhalb von 40. Prinzipiell das mit den Abtasten, das wird ja jeder Frau empfohlen, das zu lernen, wegen der Breast Awareness, weil diese Frauen ja auch dann mehr nachher zu Früherkennungsuntersuchungen gehen und einfach ein besseres Körpergefühl entwickeln. Klar, empfehle ich jeder Frau, sich selbst abzutasten und das auch anständig zu lernen und das häufig zu machen. Frauen, die besondere taktile Kenntnisse haben, zum Beispiel blinde Frauen, die dazu ausgebildet sind, gibt es einige Studien, die sind natürlich nicht so riesig groß, die Studien in vielen Ländern, eine größte kommt aus China. Letztendlich haben die leider keine Mortalitätssenkung gezeigt. Also es kann ja sein, dass da vielleicht zu wenig Daten vorliegen und wenn das noch mehr probiert wird, dann irgendwo auch was bei rauskommt. Aber nach dem aktuellen medizinischen Kenntnisstand gibt es keine Beweise dafür, dass es wirklich funktioniert. Das Tasten hat einfach den Nachteil, dass Sie gerade in einer jungen Brust, die ein dichtes Gewebe typischerweise hat, irgendwann den Knoten natürlich tasten. Aber dann hat er eben keine Früherkennungsgröße mehr. Dann ist er über 2 Zentimeter oder doch schon über 3. Und dann hat sie eigentlich keinen großen Vorteil mehr davon, dass er dann darüber gefunden wurde. Weil das, worüber wir eben gesprochen haben, was der Dr. Schenk gezeigt hat, das sind Tumore, die sind unter 10 Millimeter groß. Ja, und die tasten Sie nie. Also egal, ob Sie blind sind oder das, da haben Sie keine Chance. Die werden nicht über Tasten gefunden. Ja. Das bleibt Sonographie. Sonographie bleibt eigentlich nur übrig. Gut, ich danke Ihnen auch nochmal für die Antwort und auch für die Frage. Und möchte jetzt zum Ende, zum Schluss unserer Veranstaltung kommen, weil ich glaube, die Aufmerksamkeit auch langsam auch bei den Zuhörern über den längeren Zeitraum erschöpft ist. Wenn es noch Fragen gibt, die Sie heute Abend nicht loswerden wollten oder konnten, so können Sie gerne sich an uns wenden, können uns anrufen oder E-Mail schicken, können Ihre Fragen noch stellen. Und ich denke, wir können dann sicherlich vermitteln, dass auch noch Antworten dazu gegeben werden können. Zudem wird dieser Beitrag hier aufgezeichnet und wird im Internet eingestellt, sodass er auch noch über einen längeren Zeitraum zu sehen ist. Entweder für Sie, die heute Abend zugehört haben, wenn Sie sich es nochmal in Ruhe anschauen wollen, oder auch falls Sie Menschen kennen, für die das interessant sein könnte und darauf hinweisen. Sie finden einen Link auf der Seite Koblenz wird pink und finden aber auch Verlinkungen über das Mammographie-Screening Mittelrhein und über die Website von der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz. Und falls Sie irgendwie nicht klarkommen, fragen Sie einfach nach, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Ja, und auch wenn jetzt Menschen hier zuhören, die selbst oder jemand aus ihrem Umfeld Bedarf hat an einer individuellen, ganz persönlichen Beratung, so wenden Sie sich ohne Scheu an uns. Sie können jederzeit Termine vereinbaren zur telefonischen oder persönlichen Beratung. Und damit Sie auch wissen, wo und wie Sie uns Rheinland-Pfalz weit finden können, blenden wir gleich zum Abschluss nochmal unsere Kontaktdaten ein. Ja, in diesem Sinne möchte ich jetzt einfach guten Abend sagen, auf Wiedersehen und bleiben Sie gesund im doppelten Sinne. Der Spruch hat sich in Corona ja eingebürgert, aber eben auch in Beziehung auf Brustkrebs. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.